Herzlich willkommen, Kirstin Kaul, zu diesem, Achtung, Zeilcast Nummer 9. Das kann kein Zufall sein, dass es beim Thema Enneagramm die 9. Folge ist. Ich schätze mal, du wirst gleich erklären, warum das Ganze so ist. Das ist kein Zufall. Also nee, das ist nicht, dass es kein Zufall ist, sondern dass die Zahl 9 im Enneagramm eine Rolle spielt. Wir wollen jetzt reden, irgendwas zwischen 30 Minuten und 2 Stunden über das Thema Enneagramm. Und vielleicht über Psychografie, das wissen wir noch nicht, weil es da Ähnlichkeiten gibt. Aber eigentlich über deinen Vortrag auf dem Kongress in Seidelsheim. Okay, und Warum? womit starten? Wir starten jetzt mit der neuen. Danke für die Erinnerung. Du musstest, das ist das Traurige eigentlich, du musstest mich darauf aufmerksam machen, dass das der 9. Zeilcast ist. Und Ja. ich habe, also ich hab die 9 so mal eben schnell überhört. Und für diejenigen, die das Enneagramm nicht kennen, das Enneagramm ist ein Persönlichkeitsmodell und da gibt es eben 9 verschiedene Persönlichkeitsmuster. Und deswegen ist das jetzt gerade so richtig, richtig passend, das super doppelt schön zu dem Podcast da sein zu können. Genau, und nachdem Leute, die genau gucken, auch sehen, dass bei dir an der Wand dahinter magische Zeichen sind und drunter eine Kristallkugel ist, vermute ich mal, das kann kein Zufall sein. Bestimmt, genau. Das muss Absicht sein. Ja, und die armen Podcast-Hörer, die fragen sich jetzt, wovon spricht er? Er spricht von diesem sehr interessant aussehenden Zeichen, was das Enneagramm darstellt, wo die Linien so ganz anders drin laufen, wie man sich das denkt. Aber das erklärst du ja vielleicht unterwegs noch. Und als jemand, der aus der Psychografie kommt, bin ich da so meine ganz simple, einfach immer zum nächsten Bereich gehen, Reihenfolge gewohnt. Aber so eine 9 einzuteilen ist natürlich schon tricky. Aber bevor wir uns schon wieder über irgendetwas verplaudern, von dem niemand weiß, was es eigentlich ist, du bist die Frau fürs Enneagramm. Ja. Und damit warst du auch auf dem Kongress in Zeilitzheim. Ja, genau. Im Kerstin. schönsten, besten, tollsten Kongress aller Zeiten. Genau, das ist so ein bisschen traditionelles Stück von den Zeilcasts, dass egal mit wem ich rede, wir schwärmen einmal ganz kurz von dem Kongress. Ich glaube, du kannst mitschwärmen. Du warst ja auch in 2 Rollen dort, sowohl Team als auch auf der Bühne. Ja, genau. Und alle sagen es und keiner weiß warum. Es ist so familiär. Es ist, finde ich, das Besondere an diesem Kongress. Man kann im Grunde mit jedem ins Gespräch kommen. Man hat Ja. Jeder, der da rumläuft, gehört irgendwie dazu. Ja, Bei ganz genau. vielen Leuten, die dann behauptet haben, was ich den meisten nicht glaube, sie wären zum ersten Mal da gewesen, bin ich mir sicher, ich habe die schon 3-mal da gesehen. Ich fühle mich gerade irgendwie angesprochen. Ich weiß nur nicht, woran das liegt. Keine Du bist Ahnung. einer von denen, die behaupten, zum ersten Mal da gewesen zu sein, oder? Ja, genau. Das stimmt ja nicht so, stimmt's? Du, jetzt mittlerweile weißt ja, dass meine Magie grenzenlos ist, also irgendwo ran wird es wohl liegen, dass ich da getäuscht habe. Nee, ich war wirklich zum allerersten Mal da. Und fandest du Und aber auch zauberhaft, oder? bitte? Fandest du es auch zauberhaft? Ja, siehst du, wie schön, dass wir über Magie sprechen. Zauberhaft ist genau das richtige Wort, aus den Gründen, die du schon angesprochen hast. Also für mich war dann gruselig, erst als ich da war, habe ich erfahren, dass man auf diesen Brunnen steigen muss. Der Brunnen. Ich glaube, es gibt auch kaum einen Zeitcast, wo nicht das Gespräch irgendwann auf den Brunnen kommt. Okay. Mir vorstellen, dass nächstes Jahr sich 100 Leute mehr zum Kongress anmelden, einfach nur deswegen, um die Referenten auf dem Brunnen zu sehen. Ja, Gott sei Dank war kein Wasser drin. Ich weiß nicht, ob die anderen Jahre davor Wasser drin war. Auf der einen Seite, wenn Wasser drin wäre, würde man im Zweifel ein bisschen weicher, wenn auch nass landen. Ja, das ist, also ich wusste es, und das war für mich das Allerschlimmste. Also mein Vortrag hieß 9 Wege in die Freiheit mit dem Enneagramm und ich habe mich für alle 9 Typen einmal verkleidet, was ich so auch noch nie gemacht habe, weswegen mir auch ordentlich die Düse gegangen ist im Vorfeld und ich mich vorher verflucht habe, was ich mich da, also ne, das überhaupt zu machen. Und dann kam auch noch dieser Brunnen. Das heißt, du bist auf, ich weiß nicht, was ist das, vielleicht 40 Zentimeter, ohne zu untertreiben, Breite, wo du hochkletterst und dann da noch den Leuten erzählen darfst. Du hast ja schon, ich weiß nicht, wie oft draufgestanden und dann also dich noch zusammenreißen darfst und versuchen darfst, den Leuten zu erklären, wie toll doch dein Vortrag ist. Oh, das war für mich das aller, das echt, das war das Schlimmste. Nachdem ich das überlebt hatte, war da der Riss halt so wild. Dieser Brunnen hat was von Heldenreisen. Aber es witzig ist auch, dass das auch manche jetzt gesagt haben von den Leuten, die ich geredet habe, dass diese Minute auf dem Brunnen herausfordernder ist als 1 Stunde Vortrag, den man hinterher gibt.
Und ja, für mich definitiv, ja. Ich glaube, das liegt zum einen natürlich daran, dass es, also das Bewerten hinterher hat schon was, das muss man abkönnen, ne? Wenn es dann rumgefragt wird, so nach dem Motto, wer möchte zu dem, alle Hände hoch und Stefan zählt dann 48, 49, 50 und wer will zu dem, dann wird gezählt 7, 8, 9. Ja. Man kriegt halt ein sehr schnelles und heftiges Feedback darauf, wie es wahrgenommen worden ist. Aber Ja, genau. Es ist ja dann manchmal auch so, dass die Leute hinterher wieder wechseln und dann doch andere Gruppengrößen entstehen. Aber das ist, aber trotz alledem ist es nicht so konkurrenzmäßig, die Stimmung. Es ist trotzdem irgendwie ein Miteinander. Mhm. Eigentlich könnte aus dem Brunnen viel mehr Konkurrenz entstehen. Mhm. Ja. Also wenn man in dem Moment, also es ist schon, also das geht, ich muss schon sagen, mir ist dann schon die Düse gegangen in dem Moment, abgesehen davon, dass ich mir innerlich gedacht habe, oh, vielleicht ist es ganz gut, wenn es ein kleiner, gemütlicher Raum wird, was dann so alles passiert in dem Moment. Ne? Wie man sich, ich weiß nicht, ob das ein Schönreden ist oder ob das dann, dann gleichzeitig so dieses, oh Gott, der Vortrag kommt, das erste Mal so in der Form gehalten und so. Naja, wir haben es alle überlebt, es wurde niemand verletzt, wir haben alle einen Raum abgekriegt, jeder, der da war. Und das, ja, das Miteinander, also gerade eben, also was ich so schön finde, weißt du, dass außer, dass du am Sonntag nicht mehr da warst, was man auch dazu sagen und dich geweigert hast. Ich habe einen weiten Heimweg. Ich meine, von Zeitung Berlin ist es echt ein Stück. Ja. Und mit schulpflichtigem Kind geht nicht anders. Muss ja Montag wieder frisch im Klassenzimmer sitzen. Ja, ich musste gerade mal nur austeilen. Und dass man sich halt gegenseitig auch in die Vorträge reinsetzt. Weißt du, es ist nicht so, ich habe meinen Vortrag gemacht und dann ist die Sache erledigt, sondern wirklich die Neugierde da darauf, was ist denn bei den anderen? Die Themen sind ja auch so unterschiedlich, obwohl ja ursprünglich im NLP so das Oberthema war, kommen ja auch ganz viele andere Themen jetzt mittlerweile dazu, ne? Ich gebe ja ehrlich zu, dass das für mich eine der Hauptmotivationen zu dieser Videoreihe war, weil ich mir dachte, das kann nicht sein. Ich versäume hier mehr als 3/4. Ich versäume hier 80% der Vorträge. Ja. Das geht doch nicht. Und ja, dann sozusagen einfach für wirklich durchaus auch für mich selbst, aber auch natürlich auch für alle anderen, zu sagen, jetzt rede ich mal mit allen, die mit mir reden wollen, was da für Themen dann, nachdem ja viele auch nächstes Jahr wieder kommen, kann man sich gleich ein bisschen darauf vorbereiten und sich die Videos angucken. Dann spart man sich vielleicht so ein bisschen den Pitch am Brunnen. Die streichen wir, genau. Es ist eine super Idee, man hat ja mal für diejenigen, die noch nicht da waren, man hat immer 3 oder 4 Vorträge parallel und dann, man hat nicht keine andere Wahl, als auszusuchen. Es gibt auch keine Aufzeichnung, wie man das bei irgendwelchen Online-Kongressen hat, wo man sagt hinterher, das Kongresspaket kostet so und so viel, wenn du dir alles anschauen willst. Ist ja alles live und in Farbe und in bunt, ne? Genau. Und manchmal muss man dann zwangsweise fast sogar nochmal einen Vortrag schwänzen, um sich im Schlosshof mit irgendwelchen tollen Leuten zu unterhalten. Das ist ganz schlimm. Das ist ganz, ganz, ja. Wenn du noch so nette Leute triffst, wo du dich unterhalten kannst, das ist ganz übel. Das ist die Schwerststrafe eigentlich. Und weißt du, was das Tolle ist? Immer wenn ich das dann mache, fühle ich mich wieder wirklich, da kommt so eine kindliche Stimmung. Ich mache jetzt was, was eigentlich ein bisschen verboten ist und darum macht es doppelt so viel Spaß. Und dann sitzt du, so man, wie Schwänzen früher, ja, oder? Und dann sitzt man verschwörerisch im Schlosshof in der Sonne, während alle anderen im Unterricht sind. Und hat irgendwie mit den anderen zusammen Spaß. Also ich glaube, es kommt deutlich rüber, ich liebe diesen Kongress. Der ist so großartig. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Jahr. Ja, kann ich nur mit unterstreichen, obwohl ich ihn erst einmal mitgemacht habe. Genau. Ja. Und du hast über das Enneagramm. Und das Tolle ist, dass ich vom Enneagramm wirklich fast keine Ahnung habe. Mhm. Ich weiß, da geht es um 9 Typen. Und ich weiß, es soll angeblich Ähnlichkeiten zu der Psychografie geben, über die wir jetzt noch nicht reden. Ich weiß, dass du deutlich mehr Ahnung von Psychografie hast, als ich vom Enneagramm. Warum? Okay. Ich glaube schon. Naja, ich meine, Psychografie hat 3 Typen, Enneagramm hat 9. Ja. Ja, okay, mag sein, aber wenn du sagst, du hast von etwas kein Wissen, gehe ich davon aus, dass das absolute Tiefstaplerei ist. Und da bin ich jetzt total gespannt auf deine Erläuterung, Reinführung, Ausbreitung. Was ist das Enneagramm? Also fangen wir mal bei da an, für die Menschen, die jetzt kein Bild sehen, sondern die was hören. Also es gibt ein Enneagramm, ist ein Symbol, das ist ein Kreis, in dem ein Dreieck drin sitzt.
ich weiß nicht, ob es in der Psychografie das eventuell in der Form auch gibt, ne? Also das, wo das Dreieck genau auf den Kreis aufsitzt und es gibt ein Hexagramm in der Mitte, was aber so ein bisschen verwurschelt ist. Also dahinterher entsteht dann so ein mystisches Symbol da draus, ne? Also wenn man das sieht, das ist halt, und es ist auch ein mystisches Symbol, es ist ein Herr namens Gurdjieff, der Armenier war, der ist, ich merke mir immer nur das Sterbedatum leider, der ist 1949 gestorben und der ist im 19. Jahrhundert überall in der Welt rumgereist und hat der war bei den Wüstenvätern, der war bei den Sufis. Auch das Enneagramm hat ein paar Parallelen zur Kabbala, also einen sehr, sehr, sehr mystischen Ursprung. Und wurde ursprünglich also als Geheimgeschichte, wie das halt so ist in diesem Bereich, ein Geheimwissen weitergereicht. Und dann gab es in den 60er, 70er Jahren als allerersten einen Herrn Naranjo, der bei Gurdjieff gelernt hat und er selber war unter anderem, ich glaube, Gestalttherapeut und war auch psychologisch bewandert. Und er hat auf einmal gemerkt, diese 9 Punkte, die sich im Enneagramm in diesem Symbol ergeben, mit denen auch ganz viel da gearbeitet wird, auch räumlich, die haben sowas Archetypisches. Und dann hat er eben daraus dieses 9 Persönlichkeitsmuster entwickelt. Das heißt, die erste Idee war gar nicht Persönlichkeitstypen. Genau. Ja. Also quasi ein kosmisches Prinzip erklären. Und dann hat man ja später entdeckt, da passen ja auch Typen dazu. Genau, genau so ist es. Mhm. Genau so ist es. Also genau. Und es gibt um diesen Herrn Gurdjieff die wüstesten Geschichten. Ja. Der ist einer, der hat die Leute zu sich kommen lassen und hat die zum einen entweder betrunken gemacht, damit so quasi das Ego löst sich in Wasser auf, ne? um zu gucken, wie funktioniert denn dein Muster oder dein inneres System, wenn du halt dich nicht mehr unter Kontrolle hast. Oder hat die eingepfercht, quasi wie Vieh, auf so abgesteckte Stücke mitten in der Sonne und hat die irgendwie Gras zupfen lassen und solche Geschichten, damit man da, ja, also ganz, ganz gruselig. Die Leute haben es aber freiwillig gemacht, weil sie gemerkt haben, das, was der mit uns da macht, da lernen wir ganz viel über uns selbst. Heutzutage machen wir das ein wenig schonender. Gott sei Dank. Ja. Gibt keinen Alkohol und keinen Gras? Genau, das lassen wir jetzt so stehen. Und also diese 9 Persönlichkeitsmuster, die sind halt, also mittlerweile nutzen wir das Enneagramm auf einer psychologischen Ebene. Mhm. Eben mit diesen Persönlichkeitsmustern, der Ursprung bleibt aber da. Ich selber komme auch eben aus diesem, in Anführungszeichen, mystischen, spirituellen Hintergrund und mittlerweile sehe ich diese beiden Modelle, ich finde, man kann es nicht voneinander trennen. Man kann die Arbeit mit Persönlichkeit gar nicht mehr ohne das andere machen, vor allem, wenn du Menschen nicht in Schubladen stecken willst. Und ich denke mal, das kennst du von der Psychografie auch, so dieses Ding, oh, schon wieder so ein Schubladenmodell. Mhm. Ne? Und das Schöne beim Enneagramm, das hast du in der Psychografie ja auch, ja, du wirst am Anfang quasi einkategorisiert und gleichzeitig ist es aber so, dass dir dann das Enneagramm einen Entwicklungsweg vorgibt. Also das Enneagramm ist wie eine Landkarte. Das heißt, es gibt dir einen Startpunkt, wo du hingucken kannst. Denn das Muster, was wir haben, ist ja etwas, das haben wir, kann man sich drum streiten, ob es von Geburt an ist oder ob es entwickelt wurde. Aber wir haben das schon so lange in uns, dass wir jetzt erstmal überhaupt gar nicht wahrnehmen. Mhm. Die Dinge, die wir am besten können oder mit denen wir den Menschen am meisten auf den Keks gehen, da verstehen wir ja oft nicht, warum. Ne? Also warum glauben andere, ich kann das? Oder warum gehe ich anderen damit auf den Keks? Weil das für uns ja total normal ist. Mhm. Und das da heißt, hast du eben... Dieser Schüler von Gurdjieff, dessen Namen ich jetzt wieder vergessen habe? Claudio Naranjo ist das. Naranjo. Claudio Naranjo. Okay. Naranjo geschrieben. Mhm. Naranjo. Der hat dann sozusagen entdeckt, dieses mystische Welterklärungsmodell entspricht auch 9 archetypischen Personen. Hat er die dann auch archetypisch irgendwie benannt? Also mit irgendwelchen herrlichen, bildhaften Namen? Ja. Wobei, ich habe gerade ein Fauxpas begangen, jetzt, wo du sagst, das war Oscar Ihazo und Nuran Naranjo hat bei ihm wieder gelernt und hat es weiterentwickelt. Das ist andersrum. Ich erzähle jetzt gerade Blödsinn. Danke fürs Nachfragen. Gerne, genau. Ich kenne die beiden nicht. Er hat sie benannt und die Bezeichnung von damals
sind heutzutage manchmal, je nach Typ, sind noch sehr gut nachvollziehbar und manchmal nicht. Also es ist auch, nein, die Menschheit entwickelt sich ja auch weiter und in den letzten Jahrzehnten ja auch sehr rasant, ne? Also da kann man mit den Spiral Dynamics ja auch wieder viel erklären und dementsprechend haben wir heute verschiedene Ausdrücke für die einzelnen Muster. Es gibt da nichts Einheitliches außer die Ziffern. Mhm. Die Ziffern fand ich am Anfang so ganz fürchterlich. Erstens Schubladenmodell, dann kommen sie mir noch mit Ziffern. Unpersönlicher geht es ja schon gar nicht mehr. Ne? Und mittlerweile, oder wenn man damit ein bisschen unterwegs ist, kriegt man aber, dass das schon auch seinen Sinn hat, weil Ziffern keine Schubladen aufmachen im Sinne von, ein Mensch ist so. Wenn ich einen Mensch bezeichne als Helfer oder als Perfektionist, dann hast du sofort ein Bild im Kopf. Wenn ich dir aber jetzt, wenn man aber überspricht, das eine ist Muster 2, das andere ist Muster 1, dann gibt es da viel mehr Raum der Interpretation, wenn man ein Gespür dafür kriegt. Ja. Ne? Und man wird, also egal welches Buch du aufschlägst, egal mit welchem Enneagrammlehrer du sprichst, es gibt immer wieder ein paar Unterschiede in den Namen und gleichzeitig ist aber immer das Gleiche gemeint. Das ist dann, das gibt dann nicht so eine einheitliche Linie. Ich glaube, das Problem haben sämtliche Methoden, die letztendlich doch Schubladen aufmachen. Ich schätze mal, du kennst auch die Entwicklung von Spiral Dynamic, wo ja Claire Graves erst mit ganz seltsamen Buchstabenkombinationen gekommen ist. Ja. Weil er halt auch das Problem hat. Er hatte sich gedacht, wenn er Zahlen drauf gibt, gibt es sofort eine Hierarchie. Boah, ich bin eins höher als du. Und dann kam halt Beck und Cohen mit dieser Idee der Farben. Mhm. Am Ende kriegt man es bei sowas nicht raus. Dann kommen halt Leute und sagen, ich bin schon türkis, du bist erst gelb. Aber ich glaube, beim Enneagramm ist ja auch keiner von denen besser als der andere. Die sind ja einfach nur verschieden. Oder genau ist so ist es. Dass quasi alle wollen ein Vierer sein? Oder? Mhm. Nee, du hast eine interessante Nummer rausgesucht, weil gerade Vierer oft keine Vierer sein wollen, weil die nämlich, bei denen geht es um Einzigartigkeit. Und wenn die hören, ich gehöre, passe in eine Schublade, die sagen am schnellsten so, nö, habe ich nichts mit zu tun. Aha. Das ist das, was ich da, was ich sehr dran mag und was ich auch merke, wenn Menschen sich damit beschäftigen, wie. Jeder glaubt ja immer, so das eigene Päckchen, was man so trägt, ist irgendwie so quasi das Schlimmste und man hat so die größten Schwierigkeiten im Leben, weiterzukommen. Und wenn man dann mitkriegt, der andere hat auch ein Päckchen zu tragen, aber das Päckchen ist ganz anderes als meins und dementsprechend ist es aber nicht schwieriger oder leichter oder der ist überhaupt, niemand ist besser als der andere, sondern es ist halt, da können wir halt grün super schön bedienen, es ist eine Vielfalt da, die schöner nicht sein könnte, um uns gegenseitig zu ergänzen. Weil, du merkst, ich zögere, weil ja, grün mag, wenn niemand besser als der andere ist, aber grün hat ja auch dieses hohe Lied der Gleichheit. Und wenn du jetzt grün erschreckst und sagst du, es gibt aber ganz viele verschiedene Arten von Menschen. Also unterschiedlich. Aber ja, zumindest wertet es nicht. Genau, ja. Also dann da kann man es drauf einigen, genau. Ja. Und jetzt ist es so, das hast du ja schon angedeutet, ähnlich wie in anderen solchen Modellen, dass sozusagen das Enneagramm dir einen Tipp gibt, wo hat das Spiel dich Leben das Spiel des Lebens dich hingestellt? Das ist quasi dein Startfeld. Die bei Mensch ärgere dich, hier geht's los und dann musst du halt einmal rum. Und es gibt hat keinen Sinn zu maulen, dass jetzt halt das dein Startpunkt ist, sondern hier geht's los und dann gibt es einen Entwicklungsweg. Sind die Entwicklungswege diese Linien in dem Bild hinter dir? Genau. Dann ist es ja unfair, dass ja die drei davon haben ja einen ganz kurzen, die haben ja bloß drei Stationen und die anderen haben ja einen viel längeren. Jetzt müssen wir mal gucken. Mathe ist schon lange. Ach, du meinst kurz. Ich habe gedacht, du meinst jetzt die Länge der Linien. Du meinst, nein, weil ich meine die schon mehrere Ecken die Stationen haben. Also die einen sind nach zwei Stationen wieder zu Hause und die anderen haben einen viel längeren Weg. Das ist doch irritierend. Ja, das ist beim Enneagramm anders. Also bei der Psychografie hast du ja quasi diesen Weg in dem Dreieck, ne, den du immer wie so eine Spirale gehst. Beim Enneagramm gibt es diese Landkarte gibt es im Enneagramm auch. Also es gibt im Enneagramm ganz viele Landkarten. Das Enneagramm kannst du auch als Prozessmodell nehmen, wo du den Kreis entlang läufst. Und da gehst du dann auch quasi wie deine Heldenreise ist das so ein bisschen zum Ablaufen. Beim Enneagramm ist dadurch, dass die Linien immer von einem Punkt ausgehen, hast du eine Linie,
in die eine Richtung, in eine Linie, in die andere Richtung. Egal, ob du im Dreieck bist oder ob du in dem Sechseck drin bist. Mhm. Und die eine Richtung zeigt dir auf, das ist das Schöne, was man mit NLP zum Beispiel auch gut verankern kann, das zeigt dir auf, wie du im Stress reagierst. Also wenn dein eigenes Muster nicht mehr zieht, dann kippst du in ein anderes, in die unangenehmen Seiten von einem anderen Muster. Und das ist dann diese sogenannte Stresslinie oder Desintegrationslinie oder Verstrickungslinie. Und es gibt eine andere Linie, das ist dann die Entspannungslinie, die Integrationslinie oder die, eine habe ich jetzt vergessen, ist auch egal. Und die zeigt dir sehr exakt den Weg, den du für die Entwicklung brauchst, um die Anteile, die dein Muster von Haus aus nicht hat, integrieren zu können. Wo eben angesprochene Helfer zum Beispiel merken, hey, ich muss nicht immer nur im Außen sein. Also Helfer sind Beziehungstypen, sind aber nur im Außen, zeigen aber von sich überhaupt nichts. Also ist für die, die haben dann die Verbindung in der Richtung 4 und 4 sind diejenigen, die richtig gut bei sich selber gucken können. Oder jemand, der Perfektionist ist, wenn du dem sagst, lass mal 5 gerade sein, das ist die Bewegung in Richtung 7, ne? Hab mal ein bisschen Freude, ne? Und dann ist es, das ist für den Perfektionisten, wie, ich soll die Linie jetzt krumm lassen, wie, ich soll das jetzt hier nicht aufräumen, wie, ich soll das Projekt nicht 112% nicht zu Ende machen, sondern bei 80% reicht's. Du hast sie wohl nicht alle. Ne? Und also das zeigt, und das ist für mich, ich knie fast jedes Mal innerlich wieder nieder, wie genau das ist. Das kann man sich vorher, bevor man es nicht selber erlebt hat, fast nicht vorstellen, weil das ist einfach ein Symbol, so ein paar komische Linien miteinander verbunden und sagt dir das so präzise vorher, das ist unfassbar teilweise. Wonach werden denn im Enneagramm die Typen unterschieden? Mit diese wonach meine ich, das ist zum Beispiel im Spiral Dynamic, heißt es ja ursprünglich auch von Graves und Beck und Cohen, es wäre ein Wertesystem, also Graves Values. Wo setzt Enneagramm die unter? Es gibt ja auch Modelle, die zum Beispiel physiologisch rangehen. Wo sieht Enneagramm die Unterschiede? Also wenn ich es erkläre, dann nehme ich immer das Modell vom Eisberg her. Also du hast das, was du siehst, oben über der Wasseroberfläche und du hast das, was unten drunter ist. Und man könnte jetzt neudeutsch sagen, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man es erklären kann. Es ist eine Art Motivation, aber es ist ganz, ganz tief drin. Mhm. Also jedes der neuen Muster hat eine ganz bestimmte Perspektive auf die Welt und hat auch wie Scheuklappen immer nur den Fokus darauf, wie diejenige diese Welt sieht, beziehungsweise wie diese Welt aus seiner Sicht ist. Und dementsprechend packe ich mir, je nachdem welches Muster, ich habe quasi so ein kleines Tarnmäntelchen über, das mich besonders stark, das mich besonders liebevoll, das mich besonders irgendwas macht, das sind ja Überlebensmuster. Und am einfachsten kann man das erklären, es gibt im Enneagramm die sogenannten Leidenschaften. Hört sich jetzt super romantisch an, hat aber nichts damit zu tun, sondern hat wirklich was damit zu tun, wo die ursprüngliche Geschichte herkommt. Also die Leiden, die haben auch was mit den 7 Todsünden zu tun. Also es fehlen halt 2, die Kirche dann damals mal unterschlagen hat. Ich wollte gerade sagen, 5, 7 und 9 sind unterschiedliche Zahlen, ne? Ja, genau. Ihr habt 2 weitere Möglichkeiten zu sündigen im Enneagramm. Ja, jetzt wirst du neugierig, ne? Also als ehemaligen Kirchenmusiker. Schwänzen steht nicht dabei. Als ehemaliger Kirchenmusiker wäre ich natürlich wach, wenn jetzt hier noch 2 neue Todsünden ins Angebot mitkommen. Ja, so neu sind die letztendlich dann gar nicht. Ich nehme mittlerweile teilweise ein anderes Wort, ich nehme das Wort Sucht her. Also es ist etwas, wo wir uns immer wieder dran festhalten. Wir haben ja auch wie in der Psychografie die Kopf-, Herz- und Bauchtypen. Also es gibt 3 Muster, die es schaffen, diese Sucht im Kopf stattfinden zu lassen, dass ich also mich immer wieder im Planen, im Verstehen, im Zweifeln verfange und das Gefühl habe, wenn ich das nicht mache, dann gehe ich unter. Dann habe ich die Herztypen, die sich auf der Gefühlsebene verfangen und da in bestimmte Gefühle reinfallen, die ihre Leidenschaften sind. Und ich habe die Bauchtypen, die eben auf der Ebene in bestimmte, also es hat dann was mit das ist dann Wut, Wollust und Trägheit, die ein bisschen rausfällt, wo ich mich halt im Bauchbereich verfange. Und in allen 3 Bereichen ist dieses Gefühl, wenn ich das nicht habe, dann verschwinde ich, dann gibt es mich nicht. Also das ist ganz, 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 ganz tief drin. Und darauf bauen die Muster dann auf.
Erinnert mich gerade sehr an das Modell der Heldenreise nach Joseph Campbell. Kennst du das auch? Ja. Weil da geht es ja vor der Transformation, muss der Held ja dann seine quasi größte Ressource aufgeben, das, von dem er überhaupt nicht glaubt, dass er ohne das leben kann. Und am Ende ist genau das eigentlich seine Erlösung, seine Transformation, dass er das aufgibt, von dem er nie glaubte, er könnte es aufgeben. Ja, um hinterher zu erkennen, dass das, was er dafür kriegt, Ja. weitaus mehr, viel umfassender, viel, 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 viel größer und wunderschöner und überhaupt ist, als das, was er sich vorher nur hätte erahnen können, indem er immer an diesen kleinen Dingen festgehalten hat. Er Ne? kriegt es Ja. zurück, er kriegt es gewandelt und transformiert zurück. Und es ist ihm dann normalerweise nicht mehr so wichtig und wertvoll. Also es kriegt einfach einen anderen Stellenwert. Es ist dann ein Teil von was Größerem. Genau. Ja, es ist eine ganz andere Ebene eben, ja. Ich glaube, wir kommen nicht drum rum, dass wir uns die Zeit nehmen und wir haben die Zeit, dass wir die neuen Typen uns jetzt mal einzeln angucken, oder? Können wir machen. Ich habe so das Ja. Gefühl, über Enneagramm Vorträge zu halten, ist deswegen dankbar, weil man die Zeit leicht rumkriegt. Ne? Man sagt alles neunmal. Ja, es ist zweischneidig, weil 9 doch echt eine ganze Menge ist. Und wenn man es erklärt, ich weiß, die Zuhörer oder Zuschauer haben das Gefühl, ich will mir das jetzt alles merken. Und 9 Typen auf einmal zu merken, ist einfach unfassbar viel. Und ich sage im Vorfeld immer, wenn ihr euch allein Kopf, Herz, Bauch, da diese Unterscheidung, wenn man nur damit rausgeht, allein was das. Wenn du nur mit dieser Unterscheidung rausgehst und Menschen beobachtest, dich selber in Beziehungen beobachtest, wie du auf die Welt schaust, dann hast du schon so viel mitgenommen. Das macht schon eine ganze Menge aus. Und ich werde ja auch unter dem Podcast und unter dem Video auf deine Seite verlinken. Da gibt es ja, glaube ich, auch weitere Texte darüber. Da gibt es über jeden einzelnen Typen einen Text. Und es gibt ja Ja. einen YouTube-Kanal, wo du ja auch jeden Typ einmal vorstellst. Ja, jeden Typ einmal vorstellen. Ich habe sogar, so bin ich jetzt damals zu Landseele gekommen, weil Stefan diese Videos geteilt hat. Ich habe auch jeden Typen mit jedem Typen schon verglichen. Also das ist ein ganzes Lexikon. Du meinst 9 mal 9 oder 9 mal 8? Also jeden Typen mit jedem inklusive sich selber? Genau. Also mit sich selber ja nicht, weil ich ja nicht, da braucht man ja Ja. nicht vergleichen. Also es geht um, viele Menschen verwechseln sich halt am Anfang. Also du Und meinst das verglichen im Sinne von, wo sind die Unterschiede? Nicht so nach dem Motto, wenn die miteinander eine Beziehung haben. Also es geht nicht um zwei Menschen, sondern es Genau. geht wirklich um die Typen zu unterscheiden. Genau, das mit den Menschen habe ich mal angefangen. Ich glaube, ja, da habe ich aber erst 2 Videos gemacht und dann habe ich aufgehört. Mal gucken. Das wäre dann so quasi eine enneagrammatische Flirtbörse, oder? Unter dem Titel läuft das bestimmt gut. Mittlerweile sage ich ja, wenn es eben gerade um auch um Beziehungen geht, letztendlich ist doch egal, ob wir versuchen, ob ich sage, wie unterscheidet man die beiden? Am Anfang ist wo ähneln sie sich? Warum könnte man sie überhaupt verwechseln? Und wo sind sie unterschiedlich? Und genau daraus kannst du, der Inhalt ist genauso wichtig, wenn du in der Partnerschaft bist, weil genau die Punkte, wo sie sich ähneln, ja auch die Punkte sind, wo ich das Gefühl habe, mein Partner versteht mich, was er in Wirklichkeit gar nicht tut, weil er eine ganz andere Sprache spricht. Ja. Und Das macht ja jede Illusion kaputt. Das heißt, mit dem Enneagramm weiß man, dass selbst da, wo man sich bisher noch glaubte, verstanden zu fühlen, das auch bloß eine Illusion ist. Das heißt, Enneagramm sagt, such dir am besten einen Partner, der gleiche Typ ist wie du. Nee, das heißt, Enneagramm sagt das nicht. Also, im Enneagramm ist es so, es gibt Menschen, vor allem im US-amerikanischen Raum, die sagen, der Typ passt am besten zu dem Typ und der doch am besten zu dem Typ. Ich persönlich halte das alles für völligen Humbug, weil ich mittlerweile wirklich alles schon gesehen habe, vom zutiefsten Herztypen in einer ewig langen Beziehung zu zutiefsten Kopftypen, wo du dich am Anfang fragst, wo haben die überhaupt Anknüpfungspunkte? Ne? Und was wirklich seltener ist, ich weiß aber nicht, woran das liegt, vielleicht liegt es auch nur an meinem Umfeld, sind die mit gleiche Typen, die zusammengehören. Was ich eben immer wieder feststelle, ist, dass es also Biodynamics technisch sind wir dann wieder unterwegs. Für mich ist es auch eine ganz wichtige Kombination.
dass die Menschen, die von den Spiral Dynamics eben auf der gleichen Ebene sind oder zumindest auf der gleichen Seite sind, dass die sich viel leichter tun, wenn egal welches Enneagrammmuster sie haben, als Menschen, die auf unterschiedlichen Ebenen unterwegs sind oder sogar der eine auf der Wir, der andere auf der Ich, selbst wenn sie nah beieinander sind. Also da wird es dann sehr eng, weil die Welt sich dadurch ja auch nochmal sehr, sehr stark geprägt hat. Von der Psychografie her ist meine Beobachtung, aber auch nicht mehr als eine Beobachtung, dass sich gleiche Typen ganz selten finden. Und aus dem NLP würde ich das so erklären, wenn die Ebene 7 und auch die Ebene 6 gut übereinstimmen, gut zusammenpassen, viel Rapport haben, dann profitiert man von viel Unterschieden auf Ebene 5. Das heißt, wenn du eine Spiritualität teilst, wenn du einen kulturellen Hintergrund teilst, dann ist eine Verschiedenheit auf der Persönlichkeitsebene halt das, was die Würze reinbringt. Ja. Während wenn also die 7 und die 6 und die 5 und vielleicht auch die 4 übereinstimmt, ja, da kann ich mich auch vor den Spiegel setzen. Dann wird es irgendwann schon halt langweilig. Aber der Volksmund sagt ja beides. Ich meine, der Volksmund sagt, gleich und gleich gesellt sich gerne, und er sagt, Gegensätze ziehen sich an. Was ich auch denke, das ist mal entscheidend, Volksmund. Ja, aber und Beweise für beides findest du ja an allen Ecken. Ne? Und da kann man jetzt auch wieder theoretisieren, sagen, hat das jetzt auch wieder was mit der Entwicklung auf den Spiral Dynamics-Ebenen zu tun, dass die einen das eine mehr suchen oder das andere. Nur, es ist ja reine Spekulation. Ja. Vielleicht ist es ja wirklich so, dass unser Verstand, dass unser menschliches Gehirn da doch nicht ganz so viel Durchblick hat, wie wir es uns gerne mal versuchen zu verkaufen. Und bei all diesen Deutungen, ich hatte mal einen Kollegen, der hat mir gesagt, kennst du das? Du verliebst dich in eine Frau, ihr lasst Partnerhoroskop machen und es kommt raus, es passt überhaupt nicht und du beschließt, die Sterne zu ändern. Das fand ich eine schöne Idee. Ich finde es ganz, ich meine, du als Alter, ich hab da gar nicht viel Ahnung von. Ich habe mir irgendwann mal versucht, erklären zu lassen, warum, wo in meinem Leben meine Sonne und mein Aszendent überhaupt herkommen, weil ich die nirgendwo finde. Es gibt aber, ich weiß, es gibt jemanden, der das irgendwie angeblich kann, die Konstellation verschieben. Da muss man halt wirklich, muss man hingehen zu mehreren Sitzen, dann geht der in deine vergangenen Leben und fängt irgendwo an zu schreiben. Wir kommen vom Thema, aber auf eine schöne Art. Ich habe es bei Bernd Isert erlebt, der für mich ja mein wichtigster und größter NLP-Lehrer ist. Und Bernd Isert hat mal wirklich mit jemandem dessen Horoskop aufgestellt, also wirklich die hat einen Kreis am Boden imaginiert. Dann stellten sich Leute auf als Planeten. Ja, das habe ich mit der Freundin, mache ich es regelmäßig auch. Ja. Und dann haben die wirklich angefangen, Plätze zu ändern. Das heißt, er hat wirklich dessen Sternenkonstellation geändert. Und wo ich mir denke, na, im Grunde eigentlich Bernd, ich meine, Bernd war sowieso von den Verrücktesten der Verrückteste. Die Idee ist so genial. Ich meine, wenn es dir gut tut, es gibt ja auch genügend Astrologen, ich habe mich damit mal sehr beschäftigt, es gibt ja genügend Astrologen, die dann auch sowas wie eine Geburtszeitkorrektur machen. Ja, also das ist so in der Richtung ist das. Wie gesagt, ich kenne mich da nicht so aus. Das heißt, nach dem Motto, also die Zeiten, die du mir sagst, das passt überhaupt nicht dazu, wie du bist. Wir gehen jetzt mal einfach davon aus, dass deine Geburtszeit falsch aufgeschrieben worden ist. Ah, oder so. Ja, okay, das war das nicht, was ich meinte. Suche mal so ein bisschen in der Stunde davor und danach, ob es da nicht irgendeine Konstellation gibt, die eigentlich viel besser zu dir passt. Und die Adresse musst du mir mal geben, dann kapiere ich nämlich meine Diskussion. Ganz viele. Und wir wollen ja noch nicht auf Psychografie kommen, aber ich habe mal von einer Handlungstyp-ILP-Trainerin den Satz gehört, irgendwann entscheidet man sich einfach, was man für ein Typ ist. Mhm. Und das fand ich eine coole Art ranzugehen. Also nicht einfach suchen und deuten und Tests machen, sondern irgendwann entscheide ich mich halt einfach, der Typ gefällt mir, den nehme ich. Ja, also ums Gefallen geht es dann wieder nicht unbedingt, nur du brauchst ja einen Startpunkt. Und wir haben, also es ist fast wieder dazu Kopf, Herz, Bauch im Enneagramm. Also gerade die Kopftypen, die sehr lange zögern, bin ich das nicht? Wo ich dann auch sage, Leute, nehmt euch einmal zumindest einmal eine Woche und dann gehst du mit dem nimmst du einen Typen raus und überlegst, gehst die ganze Woche mal mit dem Fokus dieses Typens durch die Gegend und überlegst dir, was ich gerade mache, was ich gerade denke, was hat das damit zu tun, anstatt mit 5 Mustern im Kopf durch die Welt zu gehen, dafür wirst du dich nämlich nur noch mehr. Und dann merkst du auch, was das mit dir zu tun hat und was nicht. Gibt es im Enneagramm irgendeinen Typen, der klar strukturiert ist und die Dinge einfach nacheinander wegarbeitet? Jein. Also ja, den bräuchten wir jetzt, um einfach die neuen Typen mal durchzugehen.
Wir kommen vom Hölzchen Keine Überleitung. und Okay, wir starten. Ich leg los, erklär die wir Typen. Starten wir bei den Bauchtypen. Also vom Prinzip her, dann haben wir die, also das, die grobe Struktur ist eben Bauch, Herz und Kopf. Ja. Ne? Es sind drei, also es sind ja drei und jeder Bauch hat drei Typen, Herz hat drei Typen und der Kopf hat drei Typen. Beim Bauch ist das zentrale Thema die Wut. Wird auch, kann man sich so ein bisschen vorstellen, wird so dem Stammhirn zugeordnet. Da geht es viel um Territorium. Ne? Und es ist für Bauchtypen oft, gerade in unserer verstandesorientierten Welt heutzutage, schwer anzunehmen, dass sie ja unterirdisch quasi in sehr, sehr impulsgesteuert sind. Ne? Denn wir, das wollen wir in unseren heutigen Zeiten nicht unbedingt wahrhaben. Und der am auffälligste Bauchtyp ist Typ 8. Wird auch, es ist so Boss-Typ, ist so der typische Alpha, das typische Alpha-Tier quasi. Halt mal kurz ein, welche drei Nummern, Sie haben jetzt die Bauchtypen? Also welche, weil du 8, 9 und 1. 8, 9 und 1, okay. Also im Enneagramm, im Symbol, ist es, kann man sich vorstellen, dass das Quadrat, genau, dass das Dreieck nach oben ist quasi. Die 9 ist oben in der Mitte und links ist die 8 und rechts ist die 1 und dann geht es immer so wie im Uhrzeigersinn quasi. Nochmal als Fußnote, wenn ich es richtig verstehe, das entspricht, diese drei entsprechen dann dem einen Handlungstypen in der Psychografie, ne? Eventuell, es ist zumindest die Parallele ist da, ob das dem entspricht oder nicht, das werden wir demnächst dann nochmal raus. Haben wir uns für die zweite halbe Stunde rausgenommen. Ich kann nur mal ganz kurz hier rein spoilern, weil bestimmt viele von denen, die die Videos gucken und die Podcasts hören, halt ein bisschen Psychografie schon kennen, weil die in dem Kanal öfter vorkommt bei mir, dass ja Dietmar Friedmann am Ende seines Schaffens offiziell kundgetan hat, wenn er das Enneagramm früher gekannt hätte, hätte er die Psychografie gar nicht so entwickelt. Er hätte dann einfach das Enneagramm genutzt, weil er der Meinung ist, dass das Enneagramm eigentlich wohl noch besser das beschreibt, was er da gefunden hat. Das heißt, Dietmar Friedmann ist jemand, der sich dann eigentlich gerne sozusagen unter die Fittiche des Enneagramms kuscheln wollte. Und ist mit Sicherheit so, dass er einverstanden ist, wenn man sein Modell ins Enneagramm einsortiert. Kann sein, dass das Enneagramm sagt, wir wollen aber gar nicht einsortiert werden. Aber von Friedmann haben wir quasi grünes Licht. Ja, er hat das einzige Buch, was ich ja immer noch nicht ganz gelesen habe, was ich von der Psychografie habe, da legt er das sogar auch wirklich übereinander. Mir kommt es ein bisschen konstruiert vor, aber es kann eben auch wieder da der Punkt sein, dass ich bei der Psychografie nicht tief genug das Verständnis habe. Aber das muss man einfach sehen. Und es gibt definitiv irgendwie zumindest eine Parallele zwischen Bauch- und Handlungstypen, den Herz- und den Beziehungstypen und Kopf- und den Erkenntnistypen. Aber jetzt vermute ich mal, dass sich 8, 9 und 1 ja wahrscheinlich auch irgendwie so dolle unterscheiden, dass es sich lohnt, dafür drei Typen aufzumachen, oder? Ja, genau. Also wie gesagt, die 8 ist so dieses, das sind die Menschen, die stehen da und die brauchen gar, also das sind, die haben natürlicherweise, kriegen die in einer Gruppe die Führungsrolle. Die müssen dafür nicht argumentieren und erzählen, was sie alles gut können so, oder sonst irgendwie was, sondern du spürst, dieser Mensch, der kommt in einen Raum rein und du spürst, der ist da. Das kennst du, wenn jemand so hinter dir die Tür aufmacht, du merkst, die Tür geht auf und du merkst die Präsenz, die da reinkommt. Das ist so dieses, wo diese Bauchebene komplett, also der ist voll inkarniert, der ist richtig hier und da und da ist die Leidenschaft, die Wollust, da geht es darum, wenn ich schon hier bin, dann regle ich auch alles und ich kriege alles unter Kontrolle. Also Kontrolle ist auch ein sehr großes Thema im Bauchbereich und ich bin auch derjenige, der hier regelt und ist für manch andere Typen, vor allem für Kopftypen, oft so sehr beängstigend. Die wollen das aber gar nicht, sondern die haben so viel Energie. Also da geht diese ganze Energie geht nach außen, aber sie selbst kriegen das oft gar nicht mit. Also wenn Achter mit dem Enneagramm erkennen, warum sie oft so mit Menschen so Schwierigkeiten haben, merken die erst, wie viel Energie sie haben im Vergleich zu anderen und wie beängstigend das für andere sein kann. Ne, und für sie ist eben halt dann der Entwicklungsweg dementsprechend, sie gestehen sich ja selber nicht zu, dass sie eine zarte Seite haben. Die schützen sich ja quasi vor sich selber und bauen so ihre Mauern auf. Und das ist dann so der erste Schritt, überhaupt bevor sich selber zu sehen, hey, ich habe da so einen ganz zarten, beschützten Kern. Das ist so, wenn du dann diese Stärke mit einer Gefühlsebene und dieser Zartheit kombiniert hast, das ist Gänsehaut, das ist Kino, wenn du das mitkriegst. Das ist richtig, richtig schön.
Gibt es im Enneagramm auch sowas wie eine Prominentenliste? Dass man quasi Unzählige. Von diesen sozusagen einen klassischen Vertreter, den jeder kennt? Russell Crowe, Gladiator. Das ist so, also das, es ist auch ein typisch, also die Acht ist so ein Muster, wo man eher denkt, so ein Mann vor sich hat. Mhm. Was ich in Kursen oft angebe, es gibt, sind nicht, ist es, sind jetzt nicht meine Filme, ich glaube Speed heißen die, wo es alle mit den Autos so schnell fahren, ne? Und so, das ist so rotes Meme-mäßig. Also rotes Meme und Acht haben sehr viel gemeinsam, so nach außen hingehen, also diese ganze Geschichte. Und Russell Crowe, der spielt bis auf In a Beautiful Mind, wo er quasi seinen Stresspunkt spielt, was ich auch grandios finde, spielt er in den Filmen, die ich kenne, fast immer eben auch diese Acht. Und die geht es ja auf verschiedene Art und Weisen. Und ich gehe zum Beispiel davon aus, dass er etwas privat auch ist. Wobei man das von außen nie sagen kann. Es gibt Listen über Trump. Du glaubst nicht, was in der Enneagramm-Welt über Trump, also da gibt es mindestens drei Typen, die ihm nachgesagt werden und kein Mensch, also und du kannst es immer nicht hundertprozentig sagen, weil wir alle nicht in seinen Schuhen stecken. Und weil es, glaube ich, im Enneagramm genauso ist wie vielen anderen Methoden auch, es gibt ja keinen sozusagen objektiven Test. Es gibt ja irgendwas, dass du sozusagen eine Blutprobe nimmst und dann hinterher kriegst du dein Ergebnis, du bist die und die Zahl, sondern es wird ja im Grunde durch Online-Tests und Gespräche, oder? Und Selbstbeobachtung. Ja, genau. Und die Krux ist eben dabei, Selbstbeobachtung, die Muster beschreiben quasi deinen blinden Fleck, der schon irgendwie für dich immer, so der Fisch im Wasser, ne? Der Fisch fragt den Fisch nach dem Wasser und der Fisch hat keine Ahnung, wovon du sprichst. Und das, was das Muster ausmacht, ist wie das Wasser für den Fisch erstmal. Erst wenn der Fisch mal rausspringt und vielleicht zurückgeworfen wird, merkt er, oh, da ist ja was, ne? Und so ist das mit dem Muster eben auch. Und selbst etwas selbst einschätzen, was einem gar nicht so richtig bewusst ist, da braucht es eben schon eine gewisse, also du musst zumindest so eine Metaperspektive einnehmen können, um da überhaupt ranzukommen. Ansonsten kommst du an diese Einschätzung selbst gar nicht dran. Ich glaube, ich muss in diesem Podcast was machen, was ich nur sehr ungern mache. Ich glaube, ich muss dich drängen. Ich meine, es gibt Podcasts, die du dauern, hast gefragt. Ich glaube, es gibt Podcasts, die dauern 6 oder 8 Stunden, aber ich weiß, dass wir alles 9-mal sagen müssen. Okay, wir gehen weiter. Wir gehen weiter. 8 haben wir abgehakt. Also Wut, Energie, Kontrolle sehr nach außen ausgerichtet. Dann haben wir oben in der Mitte, also in der Mitte der Triade, erkennt man meistens gar nicht so richtig, warum dieses Muster überhaupt in die Triade reingehört. Bei der 9 ist die Leidenschaft die Trägheit und bei der 9, die nimmt die Wut überhaupt nicht wahr. Hey, Moment, ich muss noch mal reinhaken. Das finde ich jetzt total spannend. Das heißt, der in der Mitte dieser Dreiergruppe ist, zeigt quasi nicht am deutlichsten das Muster, er zeigt es am undeutlichsten. Ja, genau. Das ist spannend. Das ist spannend. Ja, macht es manchmal auch eben gerade deswegen ein bisschen schwerer, es zu erkennen. Und gerade bei der 9, 9 sind die friedlichsten Wesen auf diesem ganzen Planeten. Neuner sind, also für die Neuner ist der Fokus, wie kann ich zur Harmonie beitragen? Sind die besten Mediatoren überhaupt? Sind diejenigen, die sich komplett zurücknehmen, um in ihrem Umfeld Harmonie zu haben? Und fragst du eine 9, wann warst du das letzte Mal wütend? Dann sagt die 9 erstmal, ich werde nie wütend. Und im nächsten Moment fällt ihr ein, oh, warte mal, vor 2 Jahren im Sommer, da bin ich mal wütend geworden. Aber ich habe mich so erschreckt vor mir selber. Das war wegen so einer Kleinigkeit, bin ich an die Decke gegangen. Ich hab keine Ahnung, was da in mich gefahren ist. Und das ist eben so, dass die 9 gar nicht merkt, wie sich die Wut in ihr aufstaut, weil sie null ausagiert und irgendwann ist der Druck zu groß und macht's Peng bei einer Kleinigkeit. Und sie selbst erschrickt sich auch total vor sich selber, weil es ja dem Selbstbild null entspricht. 9er sind diejenigen, wenn du ein Klassenfoto dir anguckst von früher und das Gesicht kommt dir irgendwie bekannt vor, aber mit so der Name will nicht kommen und du hast auch keine Ahnung. Du weißt, der Mensch war immer dabei. Du weißt, irgendwie mochtest du den total, aber der Mensch hat keine Ecken und keine Kanten. Und deswegen, die sind immer mitgelaufen, die sind auch total super in der Gruppe, weil die verbindend sind und die haben auch bringen so die Ruhe da rein und so. Aber du erinnerst dich nicht, weil die halt eben, um in dem Kontext es auszudrücken, die haben ihr Ego nie richtig entwickelt, weil die sich immer zurückgenommen haben, um der Harmonie willen.
Und da ist eben, also wenn eine Neun auf dem Sofa sitzt und du kommst in den Raum rein und du wirst wütend und du hast keine Ahnung, woran es liegt. Also das passiert wirklich im Leben. Das hört sich spooky an, aber ich habe es von so vielen schon gehört. Ich habe es auch selber erlebt. Dann ist das quasi so diese Übertragung in der Luft, von der du spürst dann diese Wut und die Neun hat überhaupt keine Ahnung, wovon du sprichst. Dann fragst du, na, was war denn heute los auf der Arbeit oder wie auch immer? Und die guckt dich an so, hä, was soll denn los gewesen sein? Und sie merkt es selber wirklich nicht. Das ist die Neun in der Mitte. Also jetzt im Vergleich wäre ich momentan, wenn ich mal so raussuchen kann, lieber eine 8. Das heißt, du sagst bestimmt gleich, wie die 9 aus der Falle rauskommt. Also was für die so quasi Richtungstipp wäre. Falle raus. Bei der 9 geht es darum, das ist ganz banal, wenn du eine 9 fragst, du Schatz, geh mal zum Italiener oder geh mal zum Chinesen. Ist die 9 lost? Denn wenn sie sich jetzt entscheidet, könnte es ja sein, dass sie sich für etwas entscheidet, was dir gar nicht so lieb ist. Und mit solchen banalen Alltagssituationen, möchtest du vom Brötchen das obere Teil, möchtest du das untere Teil haben, da sich wirklich zu entscheiden, da fängt es bei der 9 an, eine eigene Meinung zu haben. Und das ist wirklich diese kleinsten Kleinigkeiten, wo jeder andere sagt, sag mal, geht's noch? Das soll eine Aufgabe, das soll ein Entwicklungsweg sein. Ja, für die 9 ist genau das der Entwicklungsweg, weil sie das nie geübt hat. Das ist schon Konflikt. Kann sich jemand anders nicht vorstellen, aber für sie 9, also das ist der Entwicklungsweg, eben zu merken und auch zu sehen, bei der 9 ist es ganz extrem, dass sie gar nicht weiß, wie viele tolle Fähigkeiten sie selber hat. Sie zeigt sich selber auch nicht. Ne? Also eben zu merken, ich kann mich zeigen, ich kann auch was bewirken, ich muss mich nicht immer zurücknehmen. Das ist so der Entwicklungsweg der 9 dann. Nein, ich sage jetzt nichts zum Thema Psychografie und Enneagramm, weil sonst, glaube ich, kommen wir auf einen 9-stündigen Podcast, wenn wir jetzt jeden Typen einzeln durchgehen und dann auch psychografisch angucken. Aber ich ahne jetzt schon, das könnte ein sehr spannendes Thema sein. Möglicherweise revolutionieren wir alles. Enneagramm, Psychografie, Friedmann und Gurdjieff. Ich bin dabei. Lass uns lieber zur 1 übergehen. Ja, also wir stellen quasi, man kann sich wirklich vorstellen, also wir stellen die Uhr auf 1 Uhr, da sitzt dann die 1. Die 1, die hat die Sucht des Zorns, des Groll, der Wut an sich. Und gleichzeitig möchte die 1 aber ein guter Mensch sein. Das heißt, die Wut kommt hoch. Oh, mal als guter Mensch darf ich nicht wütend sein. Also unterdrücke ich das wieder. Also da geht anders als bei der 9 merkt die 1 das schon, dass die Wut hochkommt, und sie unterdrückt es aber bewusst. Und also das sind die Menschen, also ganz typische, auf eine ganz böse Art Lehrer. Eben die von damals so mit Zeigefinger den Stock im Allerwertesten, und die sagen dir, was hier in dieser Welt richtig ist und wie hier alles zu laufen hat. Und die sich unter Kontrolle haben, die alles unter Kontrolle haben wollen. Und da ist, ne, was wir vorhin hatten, 5 Grad sein, gibt's nichts, Disziplin ist alles. Da ist so die Wut, die nach außen sehr stark zu spüren ist. Also wenn eine 1 die Augenbraue hochzieht, dann weißt du genau, okay, da braucht es auch oft keine weiteren Worte dazu. Du spürst, im Außen spürst du die Wut sehr, sehr stark, und die 1 glaubt, sie hat sie im Griff, was aber kein Scherz ist. Reden wir eher über Professor Snape oder Professor McGonagall? Oder bist du nicht so in der Harry Potter-Welt drin? Ich bin da nicht so drin. Bei denen würde ich mich jetzt echt, ehrlich gesagt, würde ich mich schwer tun. Wir haben ja, um Typ zu nennen, wer haben wir bei der... Die Eins ist eigentlich, also ich will nicht gerade, ob ich irgendwann mal jetzt ein Beispiel parat habe. Die 1 ist so, wirklich so klar, es geht, die Dinge müssen richtig gemacht werden, und ich habe recht. Ich weiß, wie die Sachen gehören. Und das eben nicht unbedingt, klar hat sie ja auch den Verstand, aber es ist ein Impuls. Ich weiß, es ist schwarz oder es ist weiß. Es gibt keine Grauzone. Klingt auch sehr charmant. Das klingt fürchterlich charmant. Und dann, das ist eine gute Stelle, um das zu sagen, genauso wie beim Podcast auch. Ne? Also bei dem Vortrag auch. Wir machen jetzt gerade Klischees auf. Yeah. Damit man ein Gespür dafür kriegt. Ne? Also es ist so, das ist sehr, sehr stark gezeichnet, und es ist halt jetzt die negativen Sachen ein bisschen hervorgehoben. Ich wollte gerade sagen, erlebst du oft, dass du die 9 Typen vorstellst und hinterher sagen, Leute, ich wäre gern die 17? So nach dem Motto, von diesen 9 ekligen Sachen bitte keins.
Das ist, also beim Enneagramm ist es wirklich so, dass Menschen bis auf eine einzige Ausnahme, wo es mal anders ist, im ersten Moment sagen, nee, will ich nicht, will ich nichts mit zu tun haben, weil du, du wirst entlarvt. Und es ist so, also es ist wirklich, es sind so wirklich fast tragische Momente, weil du merkst, dass du bis zu diesem Zeitpunkt von einem Muster ferngesteuert wurdest, ohne es zu merken. Und da, wie viele Dinge im Leben du hättest vermeiden können, vermeintlich, denn du hättest es ja nicht vermeiden können, hättest du es können, hättest du es getan. Ne? Aber dieser Film, der dann in uns abläuft, wenn wir merken, Mist, also und auch uns jetzt im Hier und Jetzt immer wieder zu erwischen, wie oft es anspringt. Und das eigene Muster erscheint eben auch das Schwierigste abzustellen. Und das kommt einem am unsympathischsten vor von allen. Das ist, weil man selbst ertappt ist an der bei der Geschichte. Gibt es dann bestimmt aber auch im Enneagramm ein Erlösungsversprechen, oder? So nach dem Motto, wenn du das Muster knackst, dann hast du die Schatzkiste? Jein. Marketing-Teil nochmal, ja? Ja, weil es eben auch, das ist hier so ein Ding, es ist eine Spirale, also du wirst, also ich sage immer, du wirst dann nie los, es sei denn, du fängst halt wie Buddha an, durch die Gegend zu flattern und bist halt nicht mehr, bist wirklich nur noch im Äther unterwegs. Es kriegt dich immer subversiver, was aber heißt, dass es auf der alten Ebene nicht mehr so greift und das ist für nicht nur dich selber, sondern für die Menschen um dich rum auch jedes Mal eine echte Wohltat und es bleibt immer noch ein Restgeschmack. Und das ist aber auch nicht verkehrt, weil unsere Muster uns ja auch ganz, ganz viele tolle Seiten liefern. Ne? Das heißt, es geht jetzt im Enneagramm, wie ich es jetzt verstehe, weniger darum, individuelle Ressourcen zu entwickeln, als mehr individuelle Fallen abzubauen. Ja, es ist mehr ein entwickeln im wahrsten Sinne des Wortes. Also das Muster hat uns am Wickel. Ja. Und wir entwickeln da etwas, was aber trotzdem, also wobei unser Kern ja trotzdem eine gewisse Einfärbung hat, wenn du so willst. Ne? Also wir haben ja ganz lange schon geübt, mit diesem Muster unterwegs zu sein, deswegen bleibt es auch. Wäre es dann so, dass, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, wäre es dann so, dass wenn Leute, die sich quasi im ich stelle mir das mal symbolisch vor, 9 verschiedene Typen, von 1 bis 9 alles dabei, und sie arbeiten alle ganz tüchtig an sich und entwickeln sich. Die würden sich dann immer ähnlicher werden, oder? Also sozusagen dann der reine Kern bei allen rauskommt, wo sie sich ähneln? Das ist eine gute Frage, die wir jetzt sehr, sehr lange diskutieren können, denn da können wir jetzt gucken, was ist der Wesenskern, denn da können wir anfangen, über das Wort Seele zu sprechen, da können wir über so viele Dinge sprechen, wie es ist. Ich glaube, da müssen wir erstmal so weit kommen, dass wir Menschen haben, die sich so weit entwickelt haben, und dann werden wir das erleben, nur dann müssen wir halt wahrscheinlich als Spaldynamics technisch schon noch über Koralle hinaus irgendwo gehen und Ich habe Zeit. Ich habe Zeit, wir können das gerne jetzt machen im Gespräch, dass wir über Koralle hinausgehen. Da kommt Indigo. Nee, ich finde es deswegen spannend, weil über Psychografie reden wir ja später erst, aber in der Psychografie würde ich sagen, je mehr einer seine Qualität entwickelt, umso mehr strahlt die Person in dieser speziellen Qualität des Bereichs. Das heißt, umso mehr würden sie sich sogar entscheiden, wie quasi ein Rubin und ein Diamant und ein Saphir. Also da würde ich eher die Verschiedenheit sehen als aufblühen. Das ist im Enneagramm komplexer. Also es geht im Enneagramm vom Prinzip her zum einen darum, dass du unabhängig jetzt von den neuen Mustern Kopf, Herz und Bauch in Einklang bringst. Dass du als Kopfmensch merkst, oh, warte mal, ich habe ja da unten noch sowas wie ein Bauch und ich habe ja sowas wie Gefühle. Ja. Sollte ich mal gucken, wie es da los ist, was da abgeht? Oder bei den anderen eben genau andersrum, dass man da halt merkt, okay, die anderen Bereiche sind auch noch da und die machen mich erst zu einem kompletten Menschen. Und gleichzeitig zu sehen, mein Muster hat mich am Wickel und das hält mich in einem bestimmten Bereich sehr stark fest, aber auf eine ungesunde Art. Na, wo ich als Kopfmensch mich immer wieder in den Gedanken verstricke, was ja nichts mit dieser freien Weisheit der Kopfebene zu tun hat. Oder auf der Herzebene verstricke ich mich immer wieder in meinen Gefühlen und in der Bauchebene verstricke ich mich in Kontrolle und in Wut, was ja nichts mit dieser reinen Qualität von Kopf, Herz und Bauch zu tun hat. Und da geht es eben nicht darum, so ein Wischiwaschi-Einheitsbrei zu machen. Und beim Enneagramm geht viel darum, das ist wirklich dieses Entwickeln. Du erkennst das Muster, du merkst,
wo du quasi dich immer wieder verfängst. Nenn es Hindernis, nenn es Blockade, nenn es whatever, völlig egal. Und da dich immer mehr dabei zu erwischen, dass das da ist, und dann fängst du automatisch an, die Qualitäten, die eigentlich zu dir gehören als Mensch, so wie du hier gebaut bist, die zu entwickeln. Das ist etwas, das kannst du nicht machen. Klar kannst du bewusst Dinge integrieren, das ist aber noch eine andere Ebene, sondern das ist wirklich ein Entfalten, und das ist wie so ein von innen heraus Wachsen. Mhm. Wenn du einem Muster sagst, der Weg geht ja immer durch die tiefste Angst. Das, was sie am wenigsten haben will. Wenn du Menschen mit dem Muster sagst, integriere mal das, das ist das Schlimmste. Also taste ich mich da langsam ran, erwische mich immer häufiger und merke im Rückblick irgendwann, ja, wow, da hat sich so viel verändert, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Mhm. Also von daher ist es, also in der heutigen Zeit ist es ja oft so, ich möchte etwas tun, dann, also ich habe da Punkt A und ich möchte das und das haben. Es hat ganz viel damit zu tun, dass man es entstehen lässt. Es ist wie bei der Heldenreise. Mhm. Also was du vorhin beschrieben hast, du gibst Stück für Stück das Alte ab, du hast auch noch keine Ahnung, was das Neue wirklich bringt. Und wenn das entsteht, dann, also das kannst du dir vorher gar nicht vorstellen, was für ein Riesengeschenk da hinten auf dich wartet. Die Heldenreise hat ja auch diesen spannenden Wechsel zwischen den Teilen, die ich von mir aus bewusst und aktiv tun muss, den Teilen, die ich geschenkt bekomme, die ich akzeptieren muss. Ich sage mal trotzdem, das muss. Es gibt Stellen, da kann ich nichts machen. Und es ist wichtig, das zu verstehen. Es gibt aber auch andere Stellen, wenn ich da nichts mache, ist die Heldenreise zu Ende. Also ja, genau. Ja, genau. Und letztlich, es geht immer ums Integrieren in irgendeiner Form. Mhm. Ne? Und wenn wir uns weiterentwickeln wollen, es gibt ja dieses schöne Ding, Problem kannst du ja nicht auf der gleichen Ebene lösen, sondern die Lösung ist immer auf der nächsten. Das heißt, wir können auf der Ebene, können wir gar nicht wissen, ne, wie es hinterher ist. Und das ist eben das, was durchs Enneagramm angestoßen wird, dass eben, nenn es die Lösung eines Problems, nenn es eine Entwicklung, wie auch immer, dass du alles, was du kannst, auf dieser Ebene reingibst, an Handlung, an Wissen, aber dadurch den Raum frei machst für das, was ich entfalten darf. Und dadurch ist die Lösung dann quasi da oder die Entwicklung. Wir werden ungefähr 3 Stunden brauchen, wenn wir so weitermachen. Aber ich freue mich drauf. Wollen wir jetzt schon mal einfach mit dem dramatischen Trommelwirbel zur 2 kommen? Ja, mach mal. Also, gehen wir weiter zu den Herztypen 2, 3 und 4. Ja. Bei den Herztypen geht es um Beziehung und zu dritt auch um Beziehung. Also es ist wirklich die Beziehungsmenschen. Wird auch die Image-Triade genannt, weil die Herzmenschen ein Image aufbauen, damit sie liebenswert sind. Also geht es viel um Selbstwert, und ich brauche, sie meinen, ein Image haben zu müssen, den anderen Menschen ein Bild vorzuschieben, damit sie in Beziehung gehen können. Mhm. Und das Schöne, wenn man sich schon vorstellt, ich muss dem anderen so ein Bild so vor die Nase halten, da baue ich ja quasi eine Mauer auf. Also ist das nicht ganz schlüssig, aber das ist genau das, wie sie das versuchen. Es ist ja auch die Essenz der Liebesgeschichte im Storytelling. Also Liebesgeschichte nach Joseph Campbell und so weiter, ist es ja genau das. Also ich sage mal als Beispiel, weil in Disney-Filmen sieht man es besonders klar, die Aladdin-Geschichte, Aladdin. Jetzt weiß ich, wo du hin willst. Mhm. Sie liebt ja genau diesen Straßenjungen. Ja. Weil er glaubt, dass er als Straßenjunge nicht liebenswert ist. Also tritt er auf als Scheich. Aber den Scheich mag sie nicht. Er versucht, dass sie sich in das Bild verliebt, aber sie mag das Bild gerade nicht. Er glaubt aber, wenn er das Bild aufgibt, mag sie ihn nicht mehr, aber genau dann mag sie ihn. Und das ist halt die Essenz der Liebesgeschichte. Genau die Sache mit diesem Image, was ich vor mir hertreibe. Es ist so schwer, das aufzugeben. Ja, also perfekt erklärt, genau so ist es. Ne? Und gleichzeitig ist es aber so, dass das das Überlebensmuster der Herztypen ist. Das heißt, wie du sagst, das aufzugeben ist total schwierig, weil wer bin ich denn? Also die zentrale Frage, vor allem für die 3, aber für die anderen auch, wer bin ich, wenn niemand hinschaut? Mhm. Dann bleibt da nichts mehr übrig. Ne? Und bei der 2 ist es so, dass die 2, ich finde, es ist der auffälligste Beziehungstyp, die 2 wird auch der Helfer genannt,
So die italienische Mama, kannst du dir so vorstellen, die alles für jeden tut, ne? Und das auch in der Beziehung macht. Also sie tut für sie wichtigen Menschen, wohlgemerkt, tut sie alles und verliert sich selber darüber. Was am Anfang gerade von der Beziehung oft sehr schön ist für denjenigen, der da betroffen ist, aber auf Dauer eben auch nicht mehr so schön ist, vor allem, weil die zwei sich selber aufgibt. Also sie ist sofort bei dem anderen. Sie weiß oft, bevor du es weißt, was du brauchst. Na, so sehr ist sie im Außen. Ja. Ist eben also auch, und da ist die Gefühlsebene, sind beim Herzen die Gefühlsebene auch sehr, sehr, sehr wichtig, und eine Bindung zu haben zu dem anderen auch immer. Es geht sehr viel um Anerkennung bei den Herztypen. Mhm. Also wenn eine 2 die Anerkennung nicht bekommt, die sie meint, bekommen zu müssen, was sie gibt, dann kann eine 2 auch mal wie eine 8 richtig an die Decke gehen. Also es ist die Verbindung zwischen 2 und 8 zum Beispiel jetzt, ne, im Enneagramm. Da haben wir eine Linie zwischen. Und bei der 2 geht eben das, was ich vorhin angedeutet habe, die Entwicklung es ist die 4, die sich sehr gut in ihrem Innenleben auskennt, sich mit sich selbst zu befassen, was für die 2 eine Riesenherausforderung ist, was sich andere wieder nicht vorstellen können. Ne? Und das macht sie aber erst als Mensch wirklich sichtbar, anstatt sich so abhängig zu machen. Ne? Also die 2 mag das quasi indirekt, macht sie andere, das ist aber gar nicht so bewusst abhängig von sich. Mhm. Damit sie eben bei ihr bleiben. Das ist eine sehr blöde Verstrickungsgeschichte manchmal. Den Satz, den ist gerade, das halte ich auch jetzt mit Blickwinkel aus Psychografie, aber auch aus anderen Modellen, Spiral Dynamics und Ähnliches, für ganz wichtig für Leute, die zum Beispiel coachen, dass man irgendwann versteht, das, was mir gut getan hat oder was mir gut tut, muss nicht meinen Klienten gut tun. Und dass es manchmal sogar so ist, es ist genau andersrum. Was meinen Klienten gut tut, ist manchmal genau das, was mir überhaupt nicht gut tut. Ja. Also es gibt nicht eine Medizin für jeden. Mhm. Da finde ich, helfen solche Persönlichkeitsmodelle sehr, dass man einfach versteht, die Wirkung der, wenn man mal, der Kur, der Behandlung hängt sehr von der Person ab. Das weiß ich eben also auch von, also ich habe bei mir in Kursen auch sogar auch Therapeuten drin gehabt, die sagen, da haben sie so viel von mitgenommen, ne, weil, na klar, haben die auch ihre Modelle, aber das Enneagramm hat ihnen nochmal mehr aufgezeigt, wie unterschiedlich Menschen sein können und wie man auch Dinge fehlinterpretieren kann. Auch wenn ich jetzt hier die Muster erzähle, die sind durch meine Brille erklärt. Ja. Wenn das ein anderes Muster, ein Mensch mit einem anderen Muster erklären würde, der würde das ganz anders erklären und trotzdem würde es stimmen. Das ist ja immer ein Teil der Wahrheit, ne, die man dann darstellt. Das ist ja eine Stelle, wo ich finde, dass Grün gerade sich dummerweise Schwierigkeiten produziert und nach Gelb gezwungen wird, um zu merken, oh, Leute sind echt verschieden. Also es fing ja an mit, ich glaube, das war das Erste, dass in der Medizin auch dann irgendwann auffiel, Frauen und Männer brauchen verschiedene Medizin. Inzwischen ist man ja bei dem, was es eigentlich nicht gibt, Rassen. Ich meine, gut, ich habe in der Heilpraktik-Ausbildung schon gelernt, dass bestimmte Anämieformen einfach nur bei dunkelhäutigen Menschen gibt und so weiter. Also da weiß man schon Sachen, aber plötzlich stellt man fest, du musst verschiedene Menschen verschieden behandeln. Bis hin zu kulturellen Prägungen und so. Und das ist ja der Punkt, wo Grün eigentlich anfängt zu spucken, weil wir sind ja alle gleich. Also eigentlich ist dann so das Enneagramm auch so eine Art trojanisches Pferd. Ja, wobei in dem Bereich das Enneagramm sehr, also gerade in diesem so in ESO-spirituellen Bereich sehr gerne hergenommen wird, dann aber es ist ja halt wieder so, es wird dann ja ein bisschen verklärt, es wird halt dann so ähnlich benutzt, wie es du vorhin gesagt hast, wenn man weiterdenkt, wenn ich mein Muster loswerde, dann sind wir doch alle eins. Na, quasi, wenn das Ziel ist ja die Erleuchtung, dann passen wir doch wieder. Das ist ja das, wenn du dir Werkzeuge anguckst, egal was es ist, ne, oder du kannst sie auf so viele unterschiedliche Arten interpretieren. Und das Enneagramm, das ist ja angefangen, von Blau an wird es ja durch die Ebenen schon benutzt. Und wenn du Bücher liest über das Enneagramm, hast du manchmal das Gefühl, ja, okay, wir reden jetzt hier von 9 Typen, aber der Rest ist nicht, also da passt vieles nicht so richtig, einfach deswegen, weil das durch die Entwicklung immer wieder unterschiedlich interpretiert wird. Und Punkt. Machen wir einen Punkt dahinter, genau. Jetzt sind wir bei der 3. Ja, genau, die 3. 3 sind wir wieder in der Mitte. Und
Bei drei ist, also übersetzt aus die Psychografie würde ich vermuten, dass man eine drei als allererstes als einen Machertypen, also ist auch der Macher, als Handlungstypen einschätzen würde und never ever als Beziehungstyp, weil Dreier diejenigen sind, die alles möglich machen. Gibt es wieder so eine kleine Parallele zu Orange in der Wirtschaft, ne? USA, Dreierland. Ne, das Lächeln von Tom Cruise auf der Zahnpasta-Werbung. Das ist so dieses, und da ist auch die Leidenschaft, die Täuschung. Da geht es eben darum, dass ich etwas darstelle und dass ich als erfolgreich dastehe. Nur dann bin ich vermeintlich wohlgemerkt in den Augen der anderen so wertvoll, dass ich in eine Beziehung gehen kann. Da ist aber nicht, es sei denn, du bist in einer Beziehung mit einer Drei und lernst dann wirklich Stück für Stück kennen. Im ersten Moment hast du nicht das Gefühl, dass derjenige wirklich an Beziehungen interessiert ist. Und die drei verstrickt sich auch so oft so sehr in diesem Erfolg haben wollen, konkurrieren mit anderen, dass sie das selber gar nicht mitkriegt, weil sie den Fokus so sehr da drauf hat. Wenn Dreier sich erkennen mit dem Enneagramm und damit weitergehen, dann kommen sie oft erst da drauf, wie wichtig Beziehungen sind und dass sie eigentlich teilweise, das ist manchmal echt herzzerreißend, je nachdem wie alt die Menschen sind, die blicken auf ein Leben zurück und haben gearbeitet wie die Bekloppten und haben das eigentlich gemacht, um eben anerkannt zu werden, um in Beziehung zu sein, haben aber genau dadurch ihr Leben lang gemacht, dass sie nie wirklich gesehen wurden, dass sie nie in echter Beziehung waren. Das ist so diese Krux, in der sich die drei dann verstrickt. So als Fußnote, ich finde es total lieb und wertschätzend, dass du jetzt immer die psychografischen Begriffe mit dazu sagst. Ich habe das inzwischen aufgegeben. Also ich glaube, wir müssen mal irgendwann bei Gelegenheit das neu einsortieren. Was du jetzt gerade beschrieben hast, wäre in meinen Ohren viel mehr ein Handlungstyp. Habe ich versprochen. Ich meinte auch, die drei kann man mit dem Handlungstyp verwechseln. Also ja, wieso verwechseln? Für mich klingt das einfach wie ein Handlungstyp. Ach so, oder so. Ja, okay. Jetzt habe ich den. Also, aber das ist, ich kenne halt viel zu wenig über das Enneagramm. Ich finde es hochspannend, weil ich glaube, da wird auch mal auf eine sehr viel feinere Art was unterschieden. Aber momentan reizt es mich, die Typen alle einzeln zu betrachten, einmal einzusortieren und zu gucken, was dabei rauskommt. Vielleicht ein ganz neues Modell, weil es gibt ja auch manchmal Momente, wo ich denke, die Psychografie müsste man auf vier Typen erweitern. Aber es gibt wahrscheinlich kein einziges Modell, was die Menschen so einordnet, wie sie sind. Ich meine, wir kennen beide Ken Wilber und seinen Versuch, die Weltformel zu finden. Und er hat dann am Ende auch halt zu dem Trick gegriffen, dass er drei oder vier Modelle einfach zusammenschweißt und sagt, mit dem Prisma kann ich irgendwie ganz gut alles erklären. Auch nicht alles. Ne? Unsere Zeit ist ja auch begrenzt und unser Können, egal auf welcher Ebene, ist ja auch begrenzt. Wir können ja auch nur mit bestimmten Teilen arbeiten. Und wo ich auch sage, da soll sich jeder das raussuchen. Die einen gehen mit der Astrologie, wie du gesagt hast, ne? Die nächsten gehen mit dem Human Design, die nächsten gehen mit dem Enneagramm, die nächsten gehen damit oder mit, also ich liebe das, mir aus jedem was rauszupicken. Das ist so ähnlich wie wer heilt, hat Recht. Ja, und wenn man sich irgendwo gut zurechtfindet und es einem weiterhilft, dann ist es super. Diese ganze Formel, die gibt es, wenn sie gibt, sind unsere Gehirne da eh viel zu klein. Die Landkarte ist nicht das Gebiet, das wissen alle NLPler. Genau. Und natürlich, ich würde dir zustimmen, am Ende geht es mir um die Frage, was bringt mir das Modell? Vor allem angesichts der Tatsache, wir reden jetzt über Enneagramm, ein bisschen über Psychografie, wir wissen beide NLP und Spiral Dynamics, aber wir wissen auch, es gibt noch tausende weitere Modelle, von denen jeweils die Fans sagen, das ist das ultimative Menschheit- und Welterklärungsmodell. Und die Frage am Ende ist, was bringt es mir? Also wie lebe ich anders, wenn ich das Modell lebe? Aber das ist doch nicht die Frage, ob das die Wahrheit ist. Genau. Und dafür muss ich halt eben damit gehen für eine Zeit und merken, macht's was mit mir oder macht's nichts mit mir. Das ist halt so der Punkt. Du machst aber Enneagramm ist auch schon 10, 15 Jahre, oder? 10 Jahre sind es jetzt ungefähr, Das heißt, mit anderen Worten, es gibt dir was. Für mich ist es schön, Menschen erklären zu können. Also gerade wenn es eben um Beziehungen geht, egal ob es jetzt partnerschaftlich ist oder im Team. Zu merken, wo die Konflikte sitzen und dieses Verständnis für den anderen zu bekommen und zu merken, der andere ist nicht besser, nicht schlechter, der ist einfach nur anders und gerade das macht es halt eben aus. Und also das ist für mich das Reizvolle. Das eine Reizvolle und das andere ist für mich
eben zu sehen, ich diese Erkenntnis, ich bin nicht dieses Muster. Ich habe die Möglichkeit, es gehört natürlich Übung dazu und ich glaube, die Übung, die hört nie auf. Ich habe die Möglichkeit zu erkennen, wann mein Muster anspringt, mhm, und kann dann diesen Moment, wo das Muster automatisch anspringen möchte und der, bis, dann diese Pause ein bisschen größer machen und dann kann ich entscheiden, lasse ich mein Muster jetzt, ja, anspringen oder wähle ich einen neuen Weg. Und das ist eine ganz neue Freiheit. Und aber das Muster ist ja ein vermeintlich überlebenswichtig. Und manchmal zu merken, nee, selbst wenn ich das Muster nicht anwende, ich lebe trotzdem weiter und das ist verdammt gut, wenn man es ein paar Mal gemacht hat. Das sind so die beiden Ebenen, wo es für mich halt sehr, sehr zentral ist. Da würde ich dir sowohl von Psychografie als auch von Zweiraldynamik zustimmen. Das ist für mich auch der ganz große Nutzen, dass man halt irgendwann sich auf die Schliche kommt. Ja. Man kennt dann die Sachen, die laufen und man kann, wie du es auch beschreibst, ich würde jetzt, wenn ich Gunter Schmidt zitiere, sowas sagen wie, ich habe ein Muster, aber ich bin nicht das Muster. Ach, hallo Muster, da bist du ja wieder. Wie geht's dir denn? Ja. Das heißt, man kann eine Beziehung sogar zum Muster aufbauen. Aber Gunter Schmidt würde sagen, man verwechselt sich nicht mehr mit dem Muster. Ja, genau. Genau so ist es, ja. Und das gibt genau dann das. Freiheit. Das gibt dann Freiheit. Ja, genau. Ja. Das ist so. Also ich habe ganz, ganz viel nach der Freiheit im Außen gesucht. Ne? Irgendwie hier und da und hast du nicht gesehen, irgendwann zu merken, hey, nee, die ist ganz woanders. Und das ist eben, das war für mich war eben das Enneagramm dann der Weg dahin. Genau. Ja, wir sind halb durch, oder? Genau, bei 4,5. Ja. Genau. Wir waren bei der 3, wir kommen aber jetzt zu 4. 4 möchte, wird unter anderem auch Künstler genannt. Muss nicht immer künstlerisch sein. Es sind, werden böse auch die Drama Kings und Queens genannt im Enneagramm. Das sind diejenigen, die sich in ihren Gefühlen am auffälligsten verfangen. Die 4 hat das Gefühl, sie muss besonders sein, sie muss einzigartig sein, damit sie von jemand anderem anerkannt wird. Das heißt, sobald irgendetwas banal, allgemein, langweilig, alltäglich wird, wird es für sie uninteressant im Außen und auch für sich selber. Sie hat das Gefühl, sie verliert ihren Wert, sobald sie vergleichbar ist. Und wenn sie Gefühle hat, sie taucht in die Gefühle immer ganz tief ein. Das ist so die Leidenschaft bei der 4. Die Leidenschaft ist der Neid. Also die Leidenschaft ist die Sehnsucht nach etwas, was ich nicht habe. Ich sehe im Außen, na, da ist diese heile Familie draußen und ich werde die ja nie haben, wäre die 4. Aber in dieser heilen Familie mit diesem Alltag wäre sie die Erste, die dem ganzen Rücken kehren würde, weil es ja wieder nicht einzigartig genug ist. Ne? Da verstrickt sich die 4. Und bei der 4 ist es so, dass der Weg der Entwicklung in die Nüchternheit geht. Du lachst schon, genau. Und das ist für die 4 ist das die Hölle, weil die 4 glaubt, wenn ich jetzt von meinen Gefühlen, wenn ich nicht in meine Gefühle eintauche, die 4 möchte die Gefühle erforschen und sie macht es, indem sie Gefühle, egal ob Freude oder Schmerz, verstärkt. Und glaubt, sie kann noch mehr fühlen und noch mehr erkennen von diesen Gefühlen, je stärker die Gefühle sind. Und der Weg geht dann dahin, die Gefühle, wie man es auch von Gedanken kennt, die Gefühle kommen und gehen zu lassen, zu merken, hey, ich brauche da nichts verstärken und ich lebe trotzdem weiter. Und zu merken, dass in der unterschiedlichen Zartheit und in der Unterschiedlichkeit von den Gefühlen, wie sie sind, ohne dass ich sie verstärke, die Einzigartigkeit liegt, dass ich da gar nichts reingeben muss. Das ist aber am Anfang ist das die Hölle. Oder dass ich in den alltäglichen, banalen Situationen, dass ich mich vor ein Gänseblümchen setzen kann und ich brauche keine Dahlie, sondern ich kann dieses Gänseblümchen sehen und ich kann merken, das ist was Wundervolles, auch wenn die auf den ersten Blick alle gleich aussehen, ne, und nicht viel hermachen, dass es trotzdem ein Wunderwerk ist, was ich da vor mir habe. Jetzt hast du bei der jetzt so viel wie noch bei keiner anderen auch gesagt, wie du der Person hilfst, sich zu entwickeln. Du coachst ja auch in dem Modell, ne? Ja, genau. Hör ich das richtig, dass du dann sozusagen mit NLP-Techniken im Enneagramm coachst oder gibt es eigene Enneagramm-Techniken?
Nee, also der Enneagramm hat keine Techniken. Das Enneagramm ist eine Landkarte. Es zeigt dir, ne, also wenn du den Punkt gefunden hast, wohin es geht. Also in dem Fall, es gibt auch das Enneagramm quasi, das könnte man sagen, als Technik, dieses Prozessmodell zum Beispiel, könnte man wahrscheinlich auch als Technik sehen, weil es eben diese Stationen gibt, die auf dem Enneagramm abgelaufen werden. Aber das Persönlichkeitsmodell, von dem wir gerade sprechen, wie man da ans, das Enneagramm ist sehr vielfältig, ne? Aber von diesem Persönlichkeitsmodell her, so ist es die Landkarte und ich gehe dann mit eben dem, was wir auf der Landkarte haben, her und nehme dann die Techniken von außen. Aber da gibt es ja ohnehin nur sehr wenig auf dem Markt, sehr wenig Methoden, die beides bieten. Die meisten Methoden, die ich kenne, bieten entweder eine brillante Diagnose. Für mich auf Platz 1 Spiral Dynamics, die feinste Diagnose der Welt. Und dann stehst du da und denkst dir, was mache ich jetzt? Und ja, keine Ahnung, leb einfach. Und dann sowas anderes wie NLP, wo viele halt, die mit NLP anfangen, irgendwann sagen, jetzt habe ich 1000 Werkzeuge, aber weiß nicht, wann ich welches einsetze. Ja, was bei der Spiral Dynamics, also im integralen Bereich, hast du ja die integrale Lebenspraxis, die dann die vier Bereiche mindestens abdeckt, wo du aber auch wieder die Techniken von außen dann holst. Ja, und am Ende Ich läuft finde immer das. auf Meditation raus. Die gehört immer dazu. Ich sag's dir ganz ab. Also, da liest du so ein dickes Buch über integrale Lebenspraxis und am Ende, was hast du dir gemerkt? Ich soll meditieren. Ja, weil es in der heutigen Welt, fast egal für welche Stufe, alles, was vor grün ist, ja total abwegig ist erstmal. Es sei denn, du zählst die Benefits dann, ne, die man hat auf der Ebene. Es gehört halt immer dazu. Allerdings ist es ja auch da so, dass zum Beispiel vor allem die Kopftypen nicht so unbedingt den Wert auf den Körper legen. Oder selbst ich als Körpertyp, ja, der Körper funktioniert, was soll ich denn da was für tun? Ne, ich habe einen Burnout gehabt vor weit über 10 Jahren. Ich habe das letzte Mal, das sind schon fast 15 Jahre her. Einfach weil ich meinen Körper völlig vernachlässigt habe. Der hat doch immer funktioniert. Warum soll ich da noch irgendwie gucken, dass ich dem mal was Gutes tue, weißt du? So übersehen wir ja alle etwas. Ne? Und also ich finde, da ist schon noch mehr als nur Meditation. Und die ist ein sehr wertvoller Bestandteil auf jeden Fall, ja. Aber das ist natürlich auch wieder die Sache mit den neuen Typen. Also ich war jetzt jahrelang dran, in der Psychografie so bestimmte Programme zu entwickeln, wie ich jedem der drei Typen helfen kann bei seiner Entwicklung. Und das war schon viele Jahre Arbeit. Der Gedanke, ich müsste das für neun Typen machen, natürlich schon mal einiges mehr, ne? Ja, letztendlich läuft es auch erstmal auf diese drei Bereiche, Kopf, Herz, Bauch, den ja jedes Muster unterschiedlich bedient. Also du hast da schon auch diese Grundstruktur mit den drei, ne? Es ist nur sehr erstaunlich, wie unterschiedlich das ist. Man sieht ja jetzt auch schon, jetzt haben wir dreimal den Bauch und dreimal das Herz durch, wie unterschiedlich sie mit dem Grundthema umgehen und dementsprechend nach außen hin sehr unterschiedlich aussehen. Und bei den Kopftypen, Zu denen wir jetzt kommen. ja, genau. Juhu. Da ist es auch wieder so diese Geschichte, die Art und Weise, wie ich meinen Verstand nutze. Also die Kopftypen, also die Herztypen sind dem limbischen System anzuordnen, wenn man sich das so vorstellen möchte. Und die Kopftypen sind dann beim Neokortex. Also Verstand ist alles. Ich möchte Sicherheit, um allen Gefahren zu entgegnen, die mir im Leben so kommen. Und das mache ich mit meinem Kopf. Ne, das heißt, ich durchdenke ganz viel. Und da machen die drei Muster das auch wieder sehr unterschiedlich. Als erstes haben wir die fünf. Das sind so meiner Meinung nach also nicht nur meiner Meinung nach, sondern es sind die auffälligsten Kopftypen. Manchmal ist es so, also ich sage mal Scherz, das sind die Kinder, die kommen schon mit Nickelbrille auf die Welt. Es gibt so diese ganz typischen Kopftypen, die sich ja nach irgendeinem Spezialgebiet suchen, indem sie sich ganz, 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 ganz gut auskennen. Und wenn sie merken, da ist jemand anders, der kennt sich da auch ganz gut aus, dann suchen sie sich von dem Spezialgebiet noch ein spezielleres Gebiet aus. Ne? Also das ist, dann hast du hinterher die tropischen Falter mit grünen Punkten im südöstlichen Nordamerika oder so. Der Gedanke dahinter, der Ursprung dieser Geschichte bei den Fünfern ist, dass sie das Gefühl haben, wenn ich dieses eine Gebiet habe, in dem nur ich mich auskenne, dann bin ich sicher. Und die Fünfer fühlen sich in der Welt da draußen aber schnell überfordert. Vor allem die Menschen da draußen, die sind nicht berechenbar. Ja, so, also die haben so Gefühle, die kann man nicht berechnen und man weiß irgendwie nie. Ich kann zwar so, also sind die genialsten Beobachter. Es gibt, ich kenne zwei davon mit dem Fünfermuster, die können an der Mikromimik und auch an Fotos, an Körperhaltung und am Gesicht ablesen, welches Enneagrammmuster du hast.
So habe ich auch zuerst geguckt, aber es kann nicht sein. Dann habe ich aber erlebt, wie die das machen. Und ich kann dir sagen, die können das. Hast Sicherlich nicht 100%. du es gleich modelliert? Die Fähigkeiten habe ich leider nicht. Da fehlt mir also diese genau, eine unfassbar genaue Beobachtungsgabe. Wo waren wir jetzt mit der 5? Genau. Beobachtet sehr viel und die Angst ist, wenn ich da rausgehe, dann, also das kostet mich zu viel Energie. Also unter Menschen zu gehen, ne? Also ich, so dieses Ding, wenn ich mit da draußen mit dem kleinen Finger rausgehe, dann werde ich irgendwie wieder reingesaugt und dann wollen die Leute meine ganze Hand. Filme sind sehr zurückgezogen, sind sehr häufig eben auch dann, wenn sie es aufs Enneagramm treffen, diejenigen, wenn du fragst, es ist immer so, man sagt immer so, die 5, der Entwicklungsweg ist in Richtung 8, sie soll mal richtig am Leben teilnehmen. So mit, ne? Und dann sagt die 5, was willst du denn? Ich nehme doch voll am Leben teil. Bis ihr bewusst wird, dass diese ganze Geschichte im Kopf passiert, dass das lebendigste Leben der Welt im Kopf ist, dass sie aber, was weiß ich, nie wirklich so richtig in der Erde gewühlt hat oder nie mit einem Mensch was, über was anderes gesprochen hat als über irgendwelche inhaltlichen Geschichten. Das ist eben auch gleichzeitig dieser Entwicklungsweg, zu merken, ich habe noch einen Körper und ich habe Gefühle und die gehören zu mir dazu und andere Menschen sind doch wichtig. Ich bin ein soziales Lebewesen, ne? Also ich brauche die und das eben nicht nur auf der kognitiven Ebene. Und ja, genau, das sind die Fünfer, eben Beobachter, beobachtende Denker. Ne? Also das merkst du auch, wenn du so einen Menschen gegenüber hast. Der zentraler kann man nicht im Kopf sein als jemand, der eben genau fett in seinem Muster ist. Ne? Es gibt ja auch da Entwicklungsschritte. Weiter gehen wir zur 6, da sind wir wieder in der Mitte des Musters. Da ist die, ach so, bei der 5 ist die Leidenschaft der Geiz. Also sie geizen nicht unbedingt mit dem Wissen, sondern vor allem mit sich selber. Also sie tauchen als selbst, sie Die Sünden würde ich dich hinterher nochmal extra fragen, weil der Loop ist noch offen und die beiden Extrasünden will ich auch noch lernen und von daher, das kommt noch. Das muss, oh, da muss ich gucken, dass ich nicht die zwei Falschen anbringe, aber frag mich nochmal, dann können wir so durchgehen und dann kann ich dir sagen, Du dann kannst kannst du sie mir sagen, als alter Kirchengänger. einfach alle kurz vormachen. Vormachen. Ja. Oh, was wird los? Die A, nee, das können wir nicht machen, das ist ein Podcast. Das Ja. geht nicht. Es gibt übrigens, um eine Fußnote zu machen, es gibt wirklich wunderbare, mit, ich weiß nicht, Galli-Theater, glaube ich, da gibt es eine, sowas Psychologisches Richtung Heldenreise, das heißt die sieben Kellerkinder. Und das sind wirklich die sieben Todsünden, wo in einem Art gruppendynamisch spielerischen Prozess man sich mit diesen sieben Energien beschäftigt. Und ich bin darüber, bin ich nochmal auf die Todsünden gekommen. Ich finde, das ist sehr spannend, das Konzept der sieben Todsünden. Leider, wenn man dann googelt, stellt man fest, dass es die eigentlich so gar nicht gibt, weil es gibt verschiedene Listen so ein bisschen und es ist mehr so Volksglauben. Aber eine Sache fand ich witzig, die sieben sind ziemlich stabil, die sieben Todsünden. Alle Versuche, ähnlich sieben Tugenden zu formulieren, sind gescheitert. Also da Die konnten sich gibt die Weisen, da konnten sich die Weisen nie darauf einigen, was wären denn die entsprechenden sieben Tugenden zu diesen sieben Todsünden. Ach, im Enneagramm gibt es die? im Enneagramm gibt es die. Das ist das Enneagramm, also die Entwicklungswege, vor allem eben, wenn man eben wieder in diese spirituelle Ecke geht, da gibt es die. Also das ist so, da hat man ja dann Wörter. Die Tugenden sind sehr, 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 sehr tricky, weil man Wörter hat, die aber, also du kannst ja die Entwicklung, wohin es geht, oder die Tugend an sich, die kann man ja gar nicht mehr richtig in ein Wort fassen, weil es eine ganz andere Ebene ist als das Wort. Das heißt, man muss die erleben. Und das ist die Herausforderung dabei, wenn man drüber spricht. Na, also das ist so, aber siehst du, kannst du. Du wirst noch Enneagramm-Fan. Im Enneagramm gibt es Tugenden. Ja? Das Du war der meinst, Weg von der Leidenschaft raus, also die Tugend immer mehr zu entwickeln. die Welt guckt gerade zu, wie ich Enneagramm-Fan werde. Ja, hoffe ich doch. Ich finde das eine gute Idee. Einverstanden. Dann gibt man noch die beiden letzten. Der Sechser und der Siebener fehlen noch, Ja. ne? Genau, die 6 ist wieder in der Mitte und die 6 ist im ersten Moment, in der Triade geht es ja um Angst und die 6 sagt ja, Angst kenne ich nicht. Fragst du die 6 aber, sag mal, zweifelst du manchmal? Dann läutet so eine kleine Glocke und wenn du beim 6er nachschaust und fragst,
mal beobachtest, wie oft sie sich nicht entscheiden kann und die eine Seite abwägt mit der andere und im Kopf ist so dann dieser Mindfuck im Kopf. Soll ich nicht? Gibt es eine Möglichkeit in die eine Richtung? Dann frage ich lieber mal jemand anders und der hat eine Meinung, denke ich mir, wow, das ist eine gute Sache. Dann frage ich jemand anderen, der hat eine ganz andere Meinung und je mehr ich nachforsche, desto verwirrter werde ich. Ich brauche aber unbedingt dieses Denken, um mich sicher zu fühlen. Und dann hat die 6 irgendwann mal beschlossen, okay, ne, so wie du vorhin hattest, Handlungsvision, den Weg gehen wir jetzt. Und sagen, oh, und für 5 Minuten ist dann so innere Ruhe und es fühlt sich so toll an, weil Ruhe ist, es ist Klarheit da, aber spätestens nach 5 Minuten oder wenn sie sich nachts auf ihr Kopfkissen legt, geht das ganze Kopfkino, das ganze Ding wieder los, weil die Sucht so groß ist, oder es ist die Leidenschaft, der Zweifel oder die Angst, aber sie hängt an, das ist das, was immer wieder passiert, ist dieses Zweifeln. Wer bin ich? Da haben wir die Sache, ne? Wer bin ich, wenn ich nicht denke? Ne? Also ich denke, also bin ich, ist ein absoluter 6er-Spruch, weil ich ansonsten das Gefühl habe, mir wird der Boden unter den Füßen weggezogen und ich muss doch hier für Sicherheit sorgen. Du meinst, Descartes war ein 6er? Ich weiß es nicht, es ist nicht unwahrscheinlich. Dass, also weißt, weißt du, was er geschrieben hat, vor ich denke, also bin ich? Das wirst du mir jetzt erzählen. Ja, das habe ich vor einiger Zeit mal gelesen. Ich fand das so brillant, weil der Satz davor lautet, ich zweifle, also bin ich. Also, ja. So sage ich, der war ein 6er. Ja. Seine Argumentation war so, wie kann ich feststellen, dass es mich gibt? Dann hat er irgendwann gemerkt, das Einzige, was stabil ist, ist der Zweifel. Der Zweifel ist immer da, das geht nicht weg. Ja. Dann hat er gesagt, okay, Zweifeln ist Denken. Also, ich denke, also bin ich. Davor steht, dubito ergo sum. Das finde ich großartig, sich über den Zweifel zu definieren. Und also genau, was du jetzt beschrieben hast, ist genau das, was jedes Muster macht. Hier ist der Zweifel gebraucht, bei dem nächsten ist der Neid gebraucht, beim nächsten ist wieder diese Wollust, beim nächsten ist was auch immer gebraucht. Wenn ich das nicht habe, dann bin ich nicht mehr. Und genau da setzt das Enneagramm an. Also die Frage ist wirklich, das Muster ist dieses, was mir eben das Sein versucht zu ersetzen. Es kann es aber nie, es kann nie ein Sein ersetzen durch einen Ausschnitt vom Sein. Aber das ist das, was das Muster uns immer wieder vorspiegelt. Genau das heißt, ist dem 6er sagst du dann, denk nicht so viel. Ja, und der freut sich total, weil er sagt, ja, endlich brauche ich nicht mehr zu denken. Nein, es ist die Hölle für die 6er. Also da kommt so eine, ich habe das in Coachings schon ein paar Mal gehabt, dass Menschen gesagt haben, führe mich dahin, dass ich nicht mehr denken muss. Aber oder dass ich weiß, wie das ist. Du hast den Schwur abgelegt, dass du ohne Alkohol coachst. Darum kannst du das leider nicht. Habe ich noch nicht ausprobiert. Nee, oder dann aber wirklich in dem Moment, wo Menschen dann mal für so einen kleinen Moment so weit sind, da kommt erstmal eine Panik hoch, weil das eben, das ist wie bei den anderen, in anderen Bereichen, das hat jeder in einem Bereich, weil das so überlebenswichtig erscheint. Und da mal, einerseits ist dieser Wunsch da, weil es so entspannend erscheint. Und andererseits ist es aber trotzdem dieses Überlebensmuster, was anspringt. Und die Entwicklung von der 6 geht dann, geht dann zur 9, da geht es darum, das ist ein ganz spannendes Wort, vor allem für 6er, das Urvertrauen wiederzufinden. Und da sind wir wieder bei diesem Ding, Urvertrauen kann ich nicht machen, sondern Urvertrauen kann ich nur entdecken, dass es immer da ist. Und dann eben dann aus diesem Urvertrauen raus zu merken, ach, jetzt springt mal wieder da ist mein Muster ja mal wieder. Und ich muss, und ich lass es mal denken, so ungefähr ist dann die Geschichte. Ja. Das ist der Entwicklungsweg bei der 6 dann. Sollen wir wirklich das allerletzte? Wir haben noch 7. Wir haben noch nicht mal 2 Stunden. Du guckst auf die Uhr, ich gucke da jetzt gar nicht hin. Die 7. Gibt es eigentlich auch irgendwelche Persönlichkeitsmodelle, die 97 Typen unterscheiden? Wahrscheinlich, ne? Da hätte man einen ordentlichen. Beim Enneagramm kann man die Typen daneben dazu nehmen, da hat man die Flügel, da kommt man schon auf 27 insgesamt, mindestens, weil es die in unterschiedlichen Ausprägungen gibt. Und was im Enneagramm sehr, sehr spannend ist, ist, abgesehen von der Kombination mit Spiral Dynamics, ne? Da kann man ja auch ganz viel aufblähen noch. Es gibt die Kombination mit den Instinkten. Also ich habe einen selbsterhaltenen sexuellen beziehungsweise 1:1 und sozialen Instinkt, wodurch das Muster teilweise sehr unterschiedlich ausgelebt wird. Und dann bist du halt eben auch, also da jeweils immer bei 27 und du kannst es dann die noch in eine Reihenfolge bringen. Ne? Das sind ja auch wieder 3. Also
Wir kriegen da schon noch eine Woche voll. Also Werner Winkler, ein Schüler von Dietmar Friedmann, der hat die drei psychografischen Typen auch durch drei jeweilige Unterkategorien auf 81 Typen erweitert. Also dreimal, 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 drei. Er wollte im Enneagramm nur Konkurrenz machen, wir können noch mehr. Das geht dann auch, wobei ich finde wirklich 81 Typen finde ich nicht mehr ernsthaft praktikabel. Aber das war für mich auch damals ein bisschen der Grund, mit Astrologie aufzuhören, wo ich wirklich mal tief drin war. Ich war extrem davon beeindruckt. Ich glaube, es gibt kein feineres Modell, Menschen zu beschreiben, als die Astrologie, weil du hast einfach so viele Varianten. Also ich meine, jeder hat ein eigenes Horoskop. Du hast wirklich für 8 Milliarden Menschen 8 Milliarden verschiedene Horoskope. Das ist großartig, weil selbst eineiige Zwillinge kommen 3 Minuten nacheinander auf die Welt. Also du kannst mit niemandem auf der Welt das Horoskop teilen, das ist einfach nicht möglich, weil halt in diesem Augenblick an diesem Platz nur ein Mensch geboren werden kann. Okay, das aber es ist nämlich gleichzeitig auch so, dass du durch diese Feinheit der Diagnose irgendwann, sorry, dann tut man es doch wieder zusammen und am Ende kommst du bei der Frage raus, was ist denn dein Aszendent? Das ist so, was dann die Profis immer sozusagen fragen, weil die immer sagen, der Aszendent ist viel wichtiger als das Sonnenzeichen und sowas. Aber das ist dieses Grundspiel zwischen Komplexität und Einfachheit. Wo ist auf dieser Skala, also zwischen quasi ein Extrem ist, wir haben Menschen sind Menschen und das andere Extrem ist 8 Milliarden verschiedene Individuen. Es ist beim Enneagramm auch so, ich glaube, es ist bei jedem Persönlichkeitsmodell sehr ähnlich, dass man sich da sehr, sehr drin verrennen kann und sehr, vor allem, wenn man es noch sehr weit ausfächern kann, ist super spannend, macht echt Spaß, das auseinanderzudröseln und zu gucken. Und die Frage ist hinterher immer, was ist der Nutzen von dem Ganzen? Denn es geht ja eben nicht darum, mich in eine Schublade reinzupacken oder so. Und wo ich auch immer wieder sage, ist, letztendlich geht es immer wieder auf ein Muster runtergebrochen, egal wie du das Muster nutzt. Oder du kannst es eben auf diese drei Kopf, Herz, Bauch auch wieder runterbrechen, wenn du möchtest. Wobei, also ich mag das schon mit diesen neuen Mustern, weil die schon sehr unterschiedlich auch sind. Aber mehr braucht es eigentlich nicht. Also es gibt so viele Varianten, wie man es noch zerfasern kann. Aber wenn du damit arbeiten willst, verwirrt das mehr und lenkt es viel mehr ab, als dass es dir wirklich im Leben was bringt. Ich finde, es macht beides Vergnügen. Ziselieren und aufdröseln ist dann schön, wenn du quasi bist ressourcevoll, du hast keine Termine, vielleicht noch netten Gesprächspartner und jetzt lassen wir einfach mal das Modell los und ordnen die ganze Welt ein. Aber im Augenblick, wo halt irgendein Problem ansteht, wo es irgendwo brennt, brauche ich ein einfaches Modell. Genau. 1, 2, 3, und dann, wo ist die Lösung? Weil da hat es nicht den Sinn jetzt für eine unendlich differenzierte Landkarte. Aber ich glaube, das ist so, wie ich dich über das Enneagramm reden höre, kannst du ja im Grunde auch zwischen, dann notfalls gehst du auf die drei Grundtypen runter, also Kopf, Herz, Bauch. Und je feiner du es brauchst, umso feiner zergliederst du. Ist doch perfekt. Dann für den letzten, oder? Ja, die 7. Das ist auch Kopftyp, ist aber auf den ersten Blick am wenigsten als Kopftyp zu erkennen, weil die 7 sich, also die 7 nutzt den Verstand, ist auch, das wird auch, die 7 ist so der Peter Pan. Immer optimistisch, schaut sich die schönen Seiten des Lebens an und möchte auf keinen Fall an die unangenehmen Sachen ran. Also sobald irgendwas Unangenehmes kommt, ist die 7 weg und hat immer und springt wieder in diesen optimistischen Bereich rein. Selbst Langeweile ist für die 7 schon ein schmerzhaftes Gefühl, was kommt. Und selbst da springt sie weg, ist dementsprechend sehr sprunghaft, zumindest im Kopf. Und sie nutzt den Verstand nicht wie die anderen beiden, um im Vorfeld zu planen und die Möglichkeiten auszutarieren und einen genauen Weg vorzuplanen, sondern die 7, die hat so ein ganzes Konglomerat an nächsten Schritten. Sie weiß, sie hat immer unendlich viele Schritte zur Auswahl, was der nächste Schritt ist, hat aber noch keinen Plan, was danach kommt, denn erstmal den nächsten Schritt gehen und sie weiß, dann machen sich noch mehr Türen auf. Also ich vergleiche das immer, wenn du dir so eine Desktop-Oberfläche vorstellst, ne, wo halt vor allem die 5er, die haben einen Ordner, da gibt es eine Struktur drunter und die haben das alles ganz ordentlich in Unterordner und so. Und die 7, die haben all ihre Dateien auf einem Desktop. Das Tolle ist, sie können die ganz schnell Verbindungen herstellen. Die müssen nicht erstmal durch die Ordner tauchen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass sie dementsprechend sehr schnell weg sind. Sie brauchen sehr viel Abwechslung, sind sehr, sehr, sehr charmante, abwechslungsreiche Gesprächspartner. Aber wenn es dann irgendwie anfängt, irgendwo unangenehm zu werden oder wenn es bei Beziehungen darum geht, ne,
mich einem Partner für eine längere Zeit zu widmen, mich mit eben Dingen auseinanderzusetzen im Alltag, die aufkommen, die eben nicht nur Spaß machen, da ist die 7 halt dann sehr schnell weg. Und sie verpasst auch dadurch, dass sie, was einerseits super schön ist, dieses Optimistische, ne? Immer zu sehen, wo geht's voran, immer zu sehen, das Glas für die 7 ist immer halb voll, nicht halb leer. Ne, für die 6 ist es oft halb leer, und bei der 7 ist es genau andersrum, das ist immer halb voll und da geht immer noch was. Es ist super schön, und aber irgendwann zu merken, dadurch, dass ich nur auf dem einen Bereich der Skala bleibe, in den vermeintlich guten Gefühlen, mir fehlt eine Tiefe, so wie das Pendel halt in die eine Richtung ausschlägt, so fehlt es mir dann auf der anderen Seite. Also wenn ich nie auch mal in die unangenehmen, vermeintlich unangenehmen Gefühle zumindest abtauche oder in Schmerz abtauche, so fehlt mir die Skala auf der anderen Seite eben dann auch. Ne? Und da geht es eben auch in der Entwicklung, geht es in Richtung 5, da geht es darum, die sortierter zu werden und eben, es ist auch wieder so ein bisschen so eine Ernüchterung, so auszudrücken, zu merken, hey, hier und jetzt, in diesem Augenblick, kann ich viel vielfältiger die Schönheit des Lebens betrachten, als wenn ich von hier nach da hüpfe, weil ich dann eben nur eine gewisse Oberflächlichkeit auf Dauer habe. Und dann da erlebe ich dann wieder viel mehr und viel schönere Dinge. Allerdings ist es ein anderes Schön, als man vorher gehabt hat. Und ist auch ein Kopftyp, nutzt den Verstand, brillanter Verstand, aber ganz anders als die anderen beiden. Ne? Das ist, ja, die haben sie durch. Großer Applaus. Und irgendwann in der Mitte war die Stelle, wo ich mich wirklich fragte, passt diese Sortierung, die 3 Kopf, die 3 Herz und die 3 Bauchtypen mit der Psychografie zusammen? Und ich neige, ich weiß nichts über das Enneagramm, außer diese gute Stunde, die wir jetzt zusammen hatten. Ich habe mich mit dem Modell wirklich bis jetzt eigentlich überhaupt nicht beschäftigt, außer mal einen kurzen Text darüber gelesen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das quietscht ein bisschen. Du hast am Ende einen Satz gesagt, aber da müsste ich mehr über das Enneagramm wissen, der mich auf eine andere Spur gebracht hat. Und zwar, du hast jetzt bei den letzten 3 gesagt, es sind 3 Wege, den Verstand zu benutzen. Also vermute ich mal, die anderen sind dann 3 Wege, das Herz zu benutzen und 3 Wege, den Körper zu benutzen. Jein. Also das ist ein Punkt, also ich sage mittlerweile Kopf, Herz und Bauch, stell dir vor, die Menschen kommen von völlig unterschiedlichen Planeten, mit völlig unterschiedlichen Kulturen, völlig unterschiedlichen Sprachen, auch wenn sie alle vermeintlich Deutsch, vermeintlich die gleiche Sprache sprechen wie wir. Und es ist nicht so, dass man, manche machen das, sie sagen, okay, Körper hat mit Wut zu tun, Herz hat mit Traurigkeit zu tun oder mit Melancholie und der Kopf hat mit Angst zu tun. Das stimmt bedingt, das nimmt der Ganzen aber, das ist aber sehr oberflächlich hingeschaut, das nimmt dem ganzen Modell etwas. Weil es bei, also aus meiner Sicht muss man mehr hingucken, bei Bauch geht es viel um Kontrolle und Territorium. Bei Herz geht es um die Beziehung im Zentralen und beim Kopf geht es um die Sicherheit, die ich suche, der Gefahr aus dem Weg zu gehen. Und das kann man nicht auf einer Ebene so richtig einordnen. Das sind völlig unterschiedliche Qualitäten, also auch von der Dichte her. Also Kopf ist was viel Flüchtigeres als die Herzebene, als wieder die Bauchebene. Man kann es umschreiben und es ist nicht so. Es geht nicht so ganz so einfach. Ja, mein Gedanke geht in die Richtung. Also erstmal ist natürlich, die Grundfrage ist, warum um Gottes Willen sollte man Psychografie und Enneagramm überhaupt zusammenbringen? Es gibt ja eigentlich keinen Grund dafür. Ich meine, der einzige Grund, den wir dafür ernsthaft haben, ist, dass Dietmar Friedmann es gemacht hat. Aber ich meine, wer ist Dietmar Friedmann? Einfach nur der Begründer der Psychografie. Toll, aber warum müssen wir ihm nachfolgen? Aber es ist natürlich schon so, ich weiß nicht, wie es dir im Enneagramm geht, mir in der Psychografie geht schon so, dass immer, wenn ich irgendwas entdecke, wo eine Dreiergruppe oder sowas ist, frage ich mich, passt es nicht doch irgendwie rein? Ja, genau. Also genau. Das, wo ich am stolzesten drauf bin, ich habe viele Jahre getüftelt, ob ich Disney reinkriege. Okay. Und habe jahrelang gesagt, es geht nicht, bis ich irgendwann drauf gekommen bin, es geht doch. Okay. Aber das war ein jahrelanger Prozess, wo ich in die Tiefen der Psychografie einsteigen muss. Das heißt, es gibt doch diese Leidenschaft, kriegt man es nicht doch in Deckung? Ja. Yeah. Was ich jetzt höre von deinem Text, und mehr weiß ich darüber nicht, ist für mich die Frage, ist nicht vielleicht so, dass in jeder dieser Dreiergruppen, die Herzgruppe, die Bauchgruppe und die Kopfgruppe,
wir in jeder Gruppe ein Beziehungs-, ein Erkenntnis- und ein Handlungstyp haben. Das müsste man wirklich mal erforschen. Also es gibt du hast vom Enneagramm her, es gibt ja ganz viele, selbst innerhalb des Enneagramms gibt es ja noch viele Dreiteilungen. Es gibt eine Dreiteilung nach Karen Horney, die vielleicht viele kennen. Es gibt eine andere Dreiteilung. Mhm. Es gibt eine nach harmonischen Gruppen, nach Harmoniegruppen, die auch wieder anders sind. Es sind halt Einteilungen nach dem, ob jemand extrovertiert ist oder eher introvertiert ist. Da gibt es ganz viele verschiedene Einteilungen, wo immer wieder andere drei Muster übereinander gelegt werden. Also das wäre vielleicht mal spannend, da hinzugucken. Wer weiß. Aber das machen wir, glaube ich, weil das vermutlich Stunden dauert. Das machen wir, ohne dass eine Aufnahme läuft. Aber zwei so Testfragen dazu. Also in der Psychografie ist es sehr wichtig, den drei Typen eine bestimmte bevorzugte Zeitorientierung zu schreiben. Also vergangenheitsorientiert, zukunftsorientiert und gegenwartsorientiert. Ist das im Enneagramm auch? Es ist nicht so zentral. Ich meine mich nur daran zu erinnern, dass ich es mal gelesen habe und dass es eben nicht zusammenpasst, weil wenn ich es richtig zusammen, also es ist so wenig zentral, dass ich es nicht sofort parat habe, ich muss überlegen. Im Enneagramm ist es so, dass, also Körper ist immer im Hier und Jetzt. Die Kopftypen sind mehr in der Vergangenheit, weil sie aus dem, wie es in der Vergangenheit gelaufen ist, darauf schließen, wo die Gefahr in Zukunft kommen könnte. Und die Herztypen, die sind in der Zukunft, weil sie eben überlegen mit diesen Menschen in dieser Beziehung, ne, wie sich das alles gestalten könnte. Kann man sicherlich auch anders interpretieren. Ich kann jetzt auch sagen, Kopftypen können am besten planen, deswegen sind sie in der Zukunft. Es ist halt immer wieder die Frage, wie definierst du? Ne? Also wonach definierst du, welcher Zeitlinie sie angehören? Ich glaube, wenn wir wirklich einsteigen würden und mal gucken, ob man das, wenn man es möchte, in Übereinstimmung bringt, wäre es viel spannender, über solche Kriterien zu gehen. Wie sehen die Zeit? Wie sehen die Beziehungen? Oder auch in der Psychografie ganz wichtig, mit welcher Logik gehen die an die Welt? Also die Psychografie definiert drei verschiedene Logiken. Das hat sich für mich als eine der wichtigsten Sachen inzwischen überhaupt rausgestellt. Weil ich habe das ja, glaube ich, schon mal gesagt, wie der Podcast noch nicht lief, dass ja aus der Psychografie sich die ILP ergibt, die integrierte Psychotherapie oder Psychologie, die für mich ja wesentlich spannender ist als Psychografie letztendlich, weil es in der ILP ja nicht darum geht, Menschen einzugruppieren, es geht darum, Themen einzusortieren. Und Coaching kommt halt normalerweise ein Thema zu mir. Oder andersrum gesagt, wenn ein Mensch kommt, brauche ich in der Psychografie zum Teil 1-2 Jahre, um mir wirklich genügend sicher zu sein, was ist das für ein Mensch? Ich finde es schwer, Leute einzusehen. Ich kann dem nicht sagen, ich kann sie erst in 2 Jahren coachen. Thema. Kommt nicht so gut. Während ein Thema kann ich sehr schnell einsortieren. Und darum ist der ILP-Ansatz, ist, dass wir das Thema einsortieren in ein Handlungs- oder Erkenntnisthema und dann daran arbeiten. Ja. Und darum ist da die Zeitorientierung wichtig und halt die Logik. Also wichtige Einarbeitungen. Das heißt, es ist vermutlich wie im Enneagramm und fand ich auch sehr spannend, dass du meinst, eigentlich war es ursprünglich gar kein Persönlichkeitsmodell, es ist ein Welterklärungsmodell. Also da sozusagen, da gibt es der Psychografie, dem ILP wieder die Hand, weil Psychografie ist eigentlich das Welterklärungsmodell auch das viel spannendere als das Persönlichkeitserklärungsmodell. Aber die Leute, du weißt, wie es ist, die Leute, die erste Frage ist immer, was bin ich? Ja, das wollen sie wissen. Ja, wolltest du doch auch und wollte ich doch auch. Ne? Das ist ja natürlich das Erste, wie wir rangegangen. Ja, aber dann ist ja das Frustrierende. Ich habe dir ja gesagt, ich habe mehrere Enneagramm-Tests gemacht, bei jedem kam ein anderes Ergebnis raus. Ich kenne das auch von der Psychografie. Ich meine, in der Jablonski-Straße, alle machen Psychografie, dann kommt irgendwann plötzlich ein neuer Teilnehmer und nach einem ganzen Wochenende wird gerätselt, was bist denn du? Und dann stehen wir oft zusammen und die einen sagen, der ist ganz klar Erkenntnistyp. Nein, der ist Handlungstyp, sag mal, ich habe Beziehungs. Das heißt, am Ende ist es eine Landkarte. Ja, genau. Es wird nicht der kommen, der dir sagt, was du bist. Ja, nee, das ist der Wunsch und das ist, für einige auch die Hürde beim Enneagramm, weil du eben nicht wie in der Astrologie oder woanders eben halt ein Datum eingibst oder in Numerologie, du zählst was zusammen, dann hast du Fakt, sondern der Weg, dein Muster herauszufinden, ist schon ein ganz großer Teil des Entwicklungswegs. Das ist aber so wenig greifbar. Und das ist so, ne, also wir sind in einer sehr schnelllebigen Zeit. Wir sind gewohnt, ne, heute auf Knöpfchen gedrückt, morgen ist es da. Und das ist so ein bisschen wieder dem Trend, obwohl gerade die Tiefe das dann eben wieder total wegmacht. Also sprichst du es leider ein Riesenthema an. Aber was mich sehr schmerzt, ist, dass die
Dinge, die man erreichen kann, wenn man sich mit irgendetwas mal länger beschäftigt, dass das sowas von flöten geht. Ich bin ein ganz großer Fan von Manfred Spitzer und ist ein Gehirnforscher und der hat eben tolle Bücher darüber geschrieben, was man Kindern Gutes tun kann. Einer seiner Tipps ist, du kannst im Grunde alle Schulfächer vergessen. Er sagt, das, was Kinder wirklich machen sollten, wäre eine Sportart und ein komplexes Instrument. Und das komplexe Instrument deswegen, dass man merkt, was man durch Üben erreichen kann. Niemand lernt an einem Wochenende Klavier spielen. Aber bei sowas wie Klavier spielen, merkst du halt, wenn du es über Jahre machst, dann passiert was. Und das ist halt etwas, was in unserer heutigen, schnelllebigen Zeit, was du gerade gesagt hast, Knöpfchen drücken, Ergebnis ist da. Dass man, und das Dumme ist ja mit dieser ganzen IT, Knöpfchen drücken und ein saugutes Ergebnis ist da. Es ist ja gleich mal. Muss man leider zugeben, ja. Und es ist auch was Tolles, ne? Es ist auch was Tolles, es geht was verloren. Das ist der es geht andere heftig was verloren. Es geht ganz, ganz dolle was verloren, nämlich dieses einfach. Und da, wenn wir sind auch beide NLPler, finde ich, da hat NLP auch einen Marketingspruch rausgehauen, der sich nicht nur gelohnt hat, nämlich, dass wir so schnell sind mit allem. Ich finde es wichtig, Leute manchmal darauf hinzuweisen, dass auch NLP eine Kunst ist. Wenn man sie über mehrere Jahre betreibt, kommt man plötzlich, wo man denkt, boah, ist das großartig hier. Und das ist auch für ein Wochenende oder für 20 Tage Training. Also ist alles schön. Manchmal brauchst du einen Quick Fix. Also wenn irgendein Problem brennt im Leben, da brauchst du jetzt nicht 2 Jahre Ausbildung, dann brauchst du eine Lösung. Aber es gibt andere Sachen, da ist gerade das. Und wir bewundern ja auch die Menschen, die dann irgendwie ihr Leben mal einer Sache widmen. Ja. Und sich dem hingeben. Ja. Du strahlst, das ist auch, du strahlst auch was anderes aus. Das ist, wir haben ja alle, oder ich, alle ist schon wieder überzogen, aber viele haben ja auch diese Sehnsucht danach, nach diesem, ich kann es gerade nicht in Worte fassen, das kriegst du wahrscheinlich wieder viel besser hin. Wenn du Menschen hast und merkst, die haben eine andere Präsenz und die leben ihr Leben auf eine andere Art und Weise. Und da kommt es nicht drauf an, wie viele Autos du vor der Tür hast, wie viele Hubschrauber auf dem Dach und wie viel Geld du auf dem Konto hast, ne? Sondern das ist was ganz anderes. Und das ist eben, wir vergessen ja immer mehr, dass wir soziale Wesen sind. Das ist ja, die Zeit schiebt uns ja dahin, wir sind Objekt. Wir haben eine Schullaufbahn, wir werden so die Schulbildung ist auch so, dass wir hinterher in Kästchen rein, so Boxen reinpassen. Aber niemand ist nur quadratisch praktisch gut, sondern jeder ist unterschiedlich, ne? Ich höre gerade ein Hörbuch, Harari, 21 Lektionen fürs 21. Jahrhundert. Ich finde es sehr verstörend. Ich bin mehr am innerlich protestieren und gute Gegenargumente finden, als ihn wegen der Musik? Nein. Wegen der Musik? Nein, aber so weit bin ich noch nicht. Aber er bringt eine Sache, wo ich denke, es ist rational richtig, aber es fühlt sich falsch an, wo er sagt, was machst du, wenn, weil du sagst Berufswahl, weil er gerade einstieg. Er sagt, was machst du, wenn irgendwann die künstliche Intelligenz dir besser sagen kann, für welchen Beruf du geschaffen bist, als es jeder Mensch sagen kann? Wäre es dann nicht einfach dumm, der Empfehlung nicht zu folgen? Also seine Idee ist ja, wir werden künftig eigentlich kaum noch Entscheidungen treffen müssen, weil Entscheidungen treffen kann eine KI viel besser. Ja. Und ich frage mich dann, okay, wenn mir jetzt eine KI sagt, mach den und den Beruf, also wenn ich quasi vor der Situation bin, vielleicht würde ich sagen wollen, weißt du was, hab mich gern, ich möchte meinen eigenen Fehler machen. Ja, also, vielleicht ist das dann irgendwann der freie Wille, dass man eben aus freiem Willen Mist bauen kann oder sowas in der Art. Aber ist es das wirklich, dass auch wenn du weißt, was das Beste ist und was eigentlich dein Weg ist, vielleicht ist dann, es gibt ja auch so diese, von irgendeinem Philosophen dieses, und wenn du den Himmel auf, ich glaube Marshall Rosenberg oder Keith Johnson haben das immer auch gesagt, und wenn du den Himmel auf Erden bauen würdest, irgendeiner würde Mist bauen, einfach damit irgendwas passiert. Wir ertragen es nicht. Ja, also bei Matrix, ne? Also im Film ist ja auch so, ne? Die haben hinterher das reingebaut haben, weil sie gemerkt haben, das funktioniert nicht, wenn wir hier den Leuten den Himmel auf Erden bringen. Ja, aber ich meine, genauso sind wir doch. Ich meine, genauso sind wir doch. Und da kannst du 10-mal sagen, guck mal, du musst einfach nur diese 3 Schritte machen, dann bist du glücklich. Dann kommt irgendeiner und sagt, nö, ich mache den ersten und zweiten Mal, dann mache ich einen anderen. Dann mein eigenes Weg gehen. Und das ist gut so. Ja. Das ist, also ich finde ja, das ist gut, so die Vielfalt. Und wer weiß, was das alles noch bringt. Also das ist, wir werden sehen, also es hat sicherlich seine tollen Seiten und es hat eben auch seine Schattenseiten, wie jede Entwicklung. Und oft erkennen wir es halt erst hinterher, das ist, also hinterher erkennt man dann, okay,
das war vielleicht doch nicht ganz so toll, wie wir uns das vorgestellt haben, weil es den und den Nebeneffekt hat, der uns nicht so gut getan hat. Genauso aber eben auch, ne, hinterher zu merken, okay, dieser Entwicklungsschritt hat zwar wehgetan, aber er hat uns ganz viele tolle Seiten eben auch gebracht. Das gehört ja alles immer irgendwie zusammen. Um in der Landkartenmetapher zu bleiben, ich meine, wenn man der Landkarte zu sehr vertraut, hat man halt das Problem, wie manche Google Maps Nutzer, die plötzlich im Wasser stehen, weil Google Maps da halt eine Brücke ausgegeben hat, wo bloß eine Fähre war. Ja, genau. Aber auch das wieder ein Beispiel von Harari, wenn ich irgendwann merke, dass normalerweise mir Google Maps den besseren Weg gibt, warum sollte ich ihm nicht folgen? Ja. Aber es gibt ja auch Und den desto anderen genauer Strom. wird es ja dann. Das ist ja Genau. noch, dass mehr Menschen folgen, desto genauer wird der Weg ja kommen. Aber Ja. ich habe zum Beispiel auch immer wieder mal gemerkt, dass gerade wenn ich einen anderen Weg nehme, plötzlich ich auf Dinge stoße und Dinge kennenlerne, wo ich nie mit gerechnet hätte. Also ich hatte vor einem Jahr mal so einen Augenblick, das war für mich wirklich fast schon eine gelebte Metapher, weil ich habe meine Eltern besucht in der kleinen Ortschaft, wo ich aufgewachsen bin. Das ist wirklich eine kleine Ortschaft und da bin ich aufgewachsen. Also ich kenne die wirklich. Und ich war spazieren, wie da halt fast jeden Tag, da ich da spazieren war, und dachte mir irgendwann, ich gehe mal einen anderen Weg. Und dann habe ich einen Weg gefunden, den ich noch nie im Leben, ich meine, ich bin da aufgewachsen und die Ortschaft ist klein. Ich habe einen Ja. Weg gefunden, den ich noch nie im Leben gegangen bin. Und das war für mich so verrückt, so nach dem Motto, wenn du einen Platz auf der Welt kennst, ist es der. Nein, selbst da gibt es noch Wege, die ich nie gegangen bin. Und da war es Ja. eine Leidenschaft. Ich habe dann überlegt, wie viel finde ich noch, die ich nicht gegangen bin. Das war dann eine sehr kleine Liste, weil es ein kleiner Ort ist. Aber ich fand die Metapher wirklich spannend. Plötzlich ein Weg und Google Maps hätte mich den Weg nicht geführt. Also vielleicht kann man ein Enneagrammspiel machen, dass man sozusagen diese 9 Stellen in ein Kärtchenset macht und man mischt und man legt sie einfach aus und sagt, und jetzt entwickle dich in dieser Reihenfolge. Ja, das wäre, also letztendlich, also das ist ja auch so, auch so ein Punkt. Also Enneagramm sagt ja auch, wir haben alle alles in uns und es ist auch dran zu gucken, welches Muster kommt mir am wenigsten vertraut vor. Da sind wir, also es passt vom Thema her ganz gut zu sehen, weil du dadurch eben genau die Sachen erkennen lernst oder auf einen Weg geschickt wirst, auf den du vorher noch nie gegangen bist. Das ist eben auch eine Art und Weise, mit dem Enneagramm zu gehen. Das ist jetzt, also es ist, der erste ist immer erst, also Kopf, Herz, Bauch und die beiden Linien sich anzuschauen, aber das ist halt dann das die nächste Spielerei, sich aber auch nicht darin zu verfangen, weil das Zentrale halt immer trotzdem wieder das eigene Muster ist. Ne? Das ist so, wenn man dann wieder anfängt, viel, viel zu spielen, kommt es immer wieder darauf an, trotzdem wieder quasi so heim zu Muttern zu kommen und trotzdem wieder so bei dem Grundsätzlichen Lass anzufangen. mich so sagen, ich glaube, jetzt wissen alle, die uns jetzt immer noch zugucken oder zuhören, nachdem wir uns der 2-Stunden-Marke nähern, wissen jetzt, warum wir am Anfang so gefeiert haben, dass es der Zeitcast Nummer 9 ist, weil Ja. wir eigentlich 9 Stunden reden wollten, ne? Weil das unser heimliches Ziel war. Ich glaube nicht, dass uns das schwerfällt, aber ich glaube, das bringt keinem mehr irgendwas. Ich würde auch sagen, wir hören jetzt dann langsam auf und warten auf Feedback von Leuten, die jetzt noch da sind. Wir könnten jetzt dann auch irgendwie eine geheime Nummer rausgeben, nach dem Motto, wer diese Nummer weiß, kriegt dann irgendwie von uns hier einen Seminargutschein oder so, als Beweis, dass wir das noch Mich haben. an, genau. Ich finde es spannend, ich finde es wirklich spannend, weil Gott, ey, aber. ich inzwischen wirklich von dem Gedanken weg bin, ich will die beiden Modelle unbedingt vereinen. Es wäre ja auch Quatsch, denn wenn das eine im anderen Modell drin wäre, dann wäre eins von beiden überflüssig. Ganz logisch. Und ist ja klar, welches das ist. Wovon träumst du nachts? Ach, erinnere mich so selten. Also, wenn das eine im anderen komplett enthalten wäre, wäre eins überflüssig. Also die spannende Frage, wie können die Modelle sich ergänzen? Was kann das Enneagramm der Psychografie, die Psychografie dem Enneagramm geben an Dimensionen, wo man sagt, das stimmt, das war noch nicht drin. Und da, glaube ich, müssten wir deutlich tiefer einsteigen, als es dieser Podcast hergibt. Aber wir können ja sozusagen das als Cliffhanger machen. Und die Essenz dann irgendwann mal preisgeben, meinst du, Irgendwann oder kommen wir und sagen, wir haben jetzt übrigens Enneagramm und Psychografie verbunden. Wir haben noch NLP, Spiral Dynamics und was? Homöopathie mit eingebaut. Wie, das sind die Enneagraphie-Dynamics. Ja, genau so was. Übrigens, Homöopathie hat Dietmar Friedmann am Ende auch integriert in die Psychografie. Also der war dann auch so dabei, dass er alles einbauen wollte.
Ja, es gibt es beim Enneagramm auch, wo ich bei ich aber sehr, sehr skeptisch bin. Also ich bin total überzeugt von Homöopathie, was sie mir schon alles geholfen hat. Das kann man, da kann man ein ganzes Buch drüber schreiben. Und gleichzeitig ist es eben wieder das gleiche Spiel. Ich kann nicht das eine über das andere legen, weil so einfach sind wir Menschen nicht. Das funktioniert auch selbst mit den Konstitutionsmitteln, meiner Meinung nach. Und ich bin kein Fachmann in dem Bereich, deswegen muss ich mich da sehr zurückhalten. Ich finde solche Überlegungen auch mit ätherischen Ölen und was es nicht alles gibt. Gibt Enneagramm auch Modetipps? Bei der Psychografie gibt es wirklich Empfehlungen, was die Typen tragen sollen. Okay, nein, also das habe ich noch nicht. Vielleicht ist das jetzt die Marktlücke. Also die drei würde jetzt sofort anspringen und sagen, Marktlücke mache ich morgen. Also ich will jetzt nichts gegen Dietmar Friedmann und seinen Kleidungsstil sagen. Ich schätze den Mann sehr. Aber er hat in seinem Buch auch wirklich Empfehlungen, wie die drei Typen sich anziehen sollen. Ja. Und gute Tipps. Und zwar, es ist im Grunde ein Tipp. Und zwar, du wirkst normalerweise dann am besten, wenn du den Kleidungsstil deines Entwicklungsbereichs trägst. Das heißt, nach Dietmar Friedmann strahlen Erkenntnistypen, wenn sie eher förmlich daherkommen, also Anzug oder Kostüm. Die Handlungstypen strahlen dann besonders, wenn sie sehr Richtung feminin-maskulin, also ein bisschen auffällig. Okay. Und den Beziehungstypen. Ich mag das Modell nicht. Den Beziehungstypen tut es nach Friedmann gut, wenn sie so ein bisschen pseudoschlampig daherkommen. Okay. Also ich hatte gerade so das Bild vor mir, jetzt muss ich anfangen, Blümchen und Rüschen zu tragen, wo ich mir denke, so bitte, nein. Aber du kannst dich doch einfach frei entscheiden, dass du Beziehungstyp bist oder Erkenntnistyp oder was auch immer. Das ist ein guter Plan. Nee, Friedmann hat ganz zugeordnet. Friedmann hat, welches Auto welcher Typ fährt oder fahren soll, welche Brille welcher Typ trägt. Also es ist beeindruckend in dem Buch, wie er so viele Lebensbereiche zuordnet. Es ist nett. Trägst du eine Erkenntnistyp-Brille oder trägst du eine Brille aus deinem Entwicklungsbereich? Ah, sowas heißt also definitiv keine Beziehungstyp-Brille. Es ist so zwischen Erkenntnis- und Handlungsbereich. Aber was mir wirklich aufgefallen ist, bei vielen Typen habe ich gesehen, dass wenn die in die persönliche Entwicklung gehen, sich dann ganz oft der Kleidungsstil ändert und zwar genau so, dass sie also plötzlich, also der Klassiker ist, Erkenntnistypen entwickeln sich und ziehen sich plötzlich besser an. Also achten mehr auf ihre Kleidung. Oder ganz oft auch bei Handlungstypen, die gehen in die Entwicklung und plötzlich kommen die und machst die Augen auf und denkst, was trägst denn du? Er ist ja mutig und ein bisschen sehr auffällig und farbenfroh oder so. Aber ich habe die Entwicklung eigentlich immer nur so wahrgenommen, dass wenn sie sich entwickeln und es zeigt sich in der Kleidung, gehen sie wirklich in den nächsten Bereich. Okay. Also da ist durchaus was dran. Spannend, spannend, spannend. Farb- und Stilberatung mit Enneagramm. Ja, mit mir lieber nicht. Okay. Was sowas angeht, bin ich hoffnungslos verloren. Die gebe ich dann gerne weiter, diese Sachen. Also bin ich wenig begabt in sowas. Ja. Ich glaube, wir lassen es jetzt einfach und warten auf das Feedback. Ja, also wer bis hierher geschaut hat, möge uns bitte schreiben. Genau. Ich bin gespannt, mein Gott. Wenn das Publikum möchte, gibt es aber jetzt jedes neunte Mal einen Enneagramm-Zeilcast. Dann sind wir bei 18 und 27 wieder mit dabei. Ja, genau. Oh mein Gott, ja. Christian, ich danke dir sehr. Dank dir. Es war mir ein großes Vergnügen. Ich weiß jetzt viel mehr über das Enneagramm, als ich vorher nicht wusste. Du weißt es jetzt und ich freue mich auf eine Fortsetzung, wann auch immer. Genau, ich freue mich auch. Dank dir sehr für deine Zeit. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.